Hey ho, meine Twitch-Community! Boah, wie geht's euch? Moinsinger, hallo Fabian, Carmen, Moschik! Einen wunderschönen Sonntag auch dir, lieber Nimali. Und moinsen, Benny Leica! Habt ihr vielleicht auch gerade DTM geguckt? Ich bin noch ein bisschen, bin ehrlich, ein bisschen aufgewühlt. Das war ein krasser Abschluss, René Rast so emotional zu sehen im Auto nach dem Sieg, dem Meisterschaftssieg und noch ein bisschen Tränen sind da geflossen. So emotional habe ich René auch selten bis gar nicht erlebt. Also das war schon großartig, was die Emotionen angeht. Aber ich habe auch sehr mitgefühlt mit Nico Müller. Waren krasse Szenen gerade jetzt nochmal auf Sat 1 oder in Sat 1. Und Bambi hat mich vorher gefragt, ob wir Lust haben, danach Formel 1 weiterzufahren. Wir führen ja eine Saison, haben dort zwei Rennen schon hinter uns, oder? Drei Rennen? Ne, zwei Rennen, ne? Bahrain und Australien. Und jetzt kommt, glaube ich, Hanoi. Wir gucken uns das gleich an. Ich hole auch Bambi gleich dazu. Also wir zocken ein bisschen Formel 1. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Carmen hat auch geschaut. Moinsen Spike-Eger, grüß dich. Hallo Lina. Gute Besserung auf jeden Fall. Ja, das ist bitter, Nimali. Moinsinger Shigi, vielen lieben Dank für die tollen Tweets wieder auch von dir. Hallo Jens, hallo Janni Banani, Moinsinger Wadi Party, hallo Yannick. Komm, wir holen mal einen Bambi dazu. Der wartet schon, weil ich ein bisschen spät dran bin. Machen wir mal eine Party auf. Gestern war schon wieder ein cooler Stream mit Luki und Phil und Moxic bei Warzone. Bisher läuft das Wochenende echt ganz cool. Ich habe gestern mit Froni zusammen Mafia 3 durchgespielt. Ich habe es zum zweiten Mal schon durchgespielt. Sie kannte das Spiel noch nicht und hat sich sehr dafür interessiert. Wir haben das gestern durchgespielt noch. Auch das war ziemlich cool. Hat ihr auch sehr gefallen. Da ist Bambi. Zeitfahren, der übt schon wieder. Bambi übt schon wieder Zeitfahren Vietnam. Ah, Janni Banani, das Ding ist, die Idee gibt's schon länger. Also schön, dass du auch auf die Idee kommst. Lass dich überraschen. Mehr sage ich nicht. So. Rein ins Spiel. Wir switchen mal hier. So. Moin. Da ist er! Der Einzigartige. Was geht ab, Bambino? Du warst schon online? Ja, natürlich! Hab allen Leuten schon Hallo gesagt und gesagt, wie sehr ich mich auf dich freue, mit dir jetzt Hanoi zu fahren. Hanoi ist doch geil. Ja. Moin, moin, Crystal. Hallo. Oh, der Chat grüßt dich. Nimali, Wadi Party. Ich sehe schon dein Emote schon wieder. Grüße zurück. Grüße an alle. Nee, Janni Banani, noch nicht im Shop, aber die Idee gibt es auf jeden Fall. Keine Sorge, keine Sorge. Bambi vor 5 Minuten was, aufgewacht. Bambi-Shirts im Shop, was? Ja. Mit diesem Emote-Ding wäre geil. So, F1. Bist du schon in der Liga? Nee, ich habe gerade zwei Runden Zeit von gemacht. Ja, zwei Runden. Also ich zeige doch mal für alle, die vielleicht letztes Mal nicht zugeschaut haben, wie die Fahrerwertung aussieht. Also Bambi und ich fahren im Team, also wir sind ein Team, Team McLaren, fahren auf KI-Stufe 90, haben jetzt schon Australien und Bahrain hinter uns. Wie waren die Ergebnisse eigentlich nochmal? Also Australien wurde... Ich habe keine Punkte geholt. Australien wurde ich Fünfter und Bambi nach einem Fehler 18. Bahrain wurde ich Dritter und Bambi, was war eigentlich da nochmal? 17. War da auch ein Unfall? Ja, da war, da bin ich glaube ich gedreht worden. Ja. Na, auf jeden Fall bald. Aber Hanoi greift der Junge neu an, ey. Ja, Hanoi ist eigentlich, also eine meiner Lieblingsstrecken tatsächlich. Okay, aber, krass. Bin mal gespannt. Aber halt, ja gut, halt Fehler. Oh je, Alter, direkt qualifying. warte, du willst noch ein paar Chat-Nachrichten vorlesen. Reinder schreibt Ada. Wir legen auch gleich los. Hallo Tabi, hallo Frau Moschik. Fabian, shoote mal nicht. da stand jetzt Ewigkeiten Verbindung mit Online-Diensten. Okay, warte, ich gehe mal ins Event schon mal rein. Crystal schreibt, hab mal das Bundle genommen mit dem Pulli. Meine Frau hat's gefeiert, den Spruch. Ja, ist ja ein guter Spruch, Crystal. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Lasst mal gerne Feedback da, wenn ihr es bekommen habt, wie ihr es findet. Danke, perfekt. Moxic schickt schon ein Setup rein. Vielen lieben Dank, Moxic. Moin, Patex, hallo, Blue Rexa. Also, die Leute haben Bock auf Formel 1. Ich bin auch schon in der Lobby. Ja, fünf. Aber du weißt, ne? Nicht, ja. Hanoi,
Ohne ABS, mein Freund. Und 50% war mehr. Ich bin jetzt auch im nicht ABS drin. Klappt langsam. Okay. Also ich habe eine MyTeam-Karriere jetzt angefangen mit ABS und halt. Man kann mittlerweile Rückblenden ausstellen. Konnte man das schon immer? Oder ist mir das jetzt erst letztens ausgefallen? Ich finde das Feature gar nicht so wichtig, weil ich einfach mir selber gesagt habe, ich mache keine. Dann. Ja, ich auch, aber ich bin dann doch trotzdem mal dann so abgefuckt, dass ich es dann nutze. Okay. Deswegen habe ich es halt ausgestellt. Und halt 100%, ey, das ist schon immer Ja, kenne ich. Hardcore-Fickerei. Jani Banani schreibt, Vietnam Lieblingsstrecke. So setzt man als Bambi die Erwartung nach unten, wenn der Saisonstart nicht so läuft. Ja, jetzt nicht die Lieblingsstrecke, aber es ist schon, ich mag die einfach eigentlich. Also. Oh, da musst du auf jeden Fall reinfinden. Und jetzt ohne Training wird das interessant. Ich starte schon mal. Danke, Sven. Sven hat nett getwittert und schreibt jetzt auch mal hier in den Chat rein. Hey Mike, jetzt auch nochmal direkt an dich. War eine tolle DTM-Saison. Danke ans ganze Team. Hat mich auch sehr gefreut. Bisschen wehmütig, dass ich jetzt am letzten Wochenende nicht so mitwirken konnte wegen dieser Corona-Kacke. Aber so ist das leider. Bambi hat ja hier und da auch dazugehört. Und ich hoffe, Bambi wird in Zukunft auch mehr beim Motorsport eingebunden. Weil Bambi ist ja auch so ein kleiner Motorsport-Head. Ja, hoffen wir mal, Ferrari-Kolonia, ne? sage ich nur. Sagen wir mal so, die Arbeit wird ja nächstes Jahr nicht weniger Das in eurem stimmt, das stimmt, Motorsport. das stimmt. Hast du jetzt eigentlich komplette Wochenende frei oder hast du College oder so gemacht? Ja, ich habe das komplette Wochenende frei. Junge. Muss heute Abend die Kritik von der Sendung machen. Aber Oh. das erste Wochenende, wo wir beide frei haben und nicht weggehen, weil wir nicht weggehen können. Ja. Ja, und ich habe morgen Schnitt für U21. Okay. Alter, Ist allein wenn ich dieses dazu irgendwie. Streckenlayout schon sehe, ne? Brauchst du Setup auch oder hast du schon Setup? Ich nehme das, was ich immer hernehme. Also dieses von dieser Online-Seite. Passt das nicht immer aufs einzelne Auto an? Netman des Volkes. Hallo Duschi! Ja, ich hoffe, Nimali. Ich weiß noch nicht so recht, Sven. Es möchte spontan entscheiden, ob ich Bock habe, in Ruhe zu gucken, sozusagen, oder hier. Ich werde es über Social Media kommunizieren. Ich weiß auch gerade gar nicht aus dem Football heute Kopf. Abend oder was? Ja, genau. Ich weiß auch gar nicht aus dem Kopf gerade, was für Spiele im frühen und was für Spiele im späten Slot sind. Weiß ich gerade nicht aus Im dem Kopf. Frühling ist, glaube ich, Seahawks Bills. Echt? Okay, Was, ist ganz also früh. das haben wir auch im TV, meine ich. Ja. Was ist da nochmal parallel? Ich weiß, ach, keine Ahnung. Ja, mal schauen. Ich bin Eigentlich ja weiß ich ehrlich, es aber ich jetzt hab gerade. gerade ein bisschen Bock zu zocken. Also ich. Mal schauen, wie später die Lust ist. Letzte Woche habe ich ja was gezockt und nebenbei geguckt. Schauen wir mal. Ich habe echt wieder viel Sprit dabei. War Ja, wieder Nummer dumm. sicher, ne? Nicht dran gedacht. Alter, Bremsdruck 100%, was stellt das hier ein, ey? So, danke Moschik. F in Chat bitte für Moschik, dass er da sich die Mühe macht. Mal Immer gucken, wieder ob das Ding gut. auch was taugt, ey. Ja, ich finde das halt so eine Strecke, wenn man sich daran gewöhnt hat, irgendwann mal. Also am Anfang habe ich die gehasst, wie die Pest. Aber mittlerweile, wenn man Doki sie so zwei, dreimal Moinsinger? gefahren, Ich höre dir zu, ich wollte nur dann Hallo sagen. geht's. Ja, wenn man so zwei, dreimal gefahren ist, dann finde ich, dann geht's. Dann macht die echt auch Spaß. Der Sepp Aber es ist halt so Niedermeier eine fragt komplett. gerade, wieso zeigt ihr auf Pro7 eigentlich immer die Seahawks? Also ich glaube, du meinst erstens jetzt in der Phase der Saison Pro7 Max und zweitens ist es so, dass man immer eine gewisse Vorauswahl der Amis bekommt, woraus man entscheiden kann. Aber natürlich werden Teams wie Seahawks, Patriots oder eben Teams, die gerade gut spielen, bevorzugt bei der Auswahl, da sie entweder attraktiven Football spielen oder eine große Fangemeinde haben. Das ist der Grund. Man muss halt sagen, unabhängig von den Seahawks ist halt heute Abend im frühen Slot Seahawks Bills auch. Ja, ist auch gut, stimmt. Also ein wirklich sehr gutes Spiel. Dankeschön, Ada. Schönen Abend dir noch. Fragen mal anders, Sepp. Welches Team würdest du denn gern häufiger sehen? Wer kommt dir denn zu kurz? Andererseits, ich verstehe ja dann auch Leute, wenn sie sagen, keine Ahnung, mein Team ist nicht im Angebot bei Ran die Woche, schaue ich halt woanders. Ist ja auch alles cool, also. Aber apropos, da fällt mir gerade ein, was wir heute im späten Spiel haben. Ja.
wenn ich jetzt da nicht ganz irre, Cardinals. Carsten Spengemann mit Dolphins Cardinals. Ja, ist mir, wird gerade geschrieben. Carsten Miami kommentieren, gab es das schon mal bei uns? Weiß ich weiß nicht, es auch nicht, ich glaube, der freut sich sehr. Oh, erstmal reinkommen, ey, scheiße. Okay, Sinte. Oh Gott. Alter, ich muss so reinkommen. Also Bambi, ich habe in den ersten beiden Rennen ein bisschen geliefert. Hier musst du die Punkte holen fürs Team. Jo. Alter, ich kann den Chat nicht lesen, wenn ich mit 320 durch Hannover fahre. Erstmal einen Bremsplatten holen, sehr schön. Bambi, Junge! Ja, Tank halt voll. Ja, schnellste Runde. In dem Zeitfahren habe ich sogar eine 1,36er gepackt. In McLaren? Ja. Okay, nice. Boah, ich bin hier null drin. Okay. Nicht wegen mir. Da steht ein Haas. Jetzt steht da noch mehr. Oh, da liegt auch ein Flügelteil vom Haas, glaube ich. Was machen die denn? I don't know, man. Hi, Kendo. Die Boxengasse hier war so komisch, ne? Muss man aufpassen mit der Geschwindigkeit. Ja, ist Klassiker von mir in Vietnam, zu schnelles Fahren in der Boxengasse. Weil ich da immer, weil das halt so früh ist schon, die Geschwindigkeitsbegrenzung. Mhm. Boah, am Ende noch schön den letzten Sektor, glaube ich, verkackt. Aber ist okay, ich muss mich ein bisschen reinfinden. Ja, den Flügel sogar leicht angehauen in der letzten Kurve noch. Shit. Aber ist okay, als ersten. Alter, was geht ab? Wir kassieren gerade einen fetten Raid, Alter. Leute! Die Containment, woher kommt das denn? 67 Leute kommen rüber, dankeschön. Ey, woher kommt das? Ballern alle den Chat gerade, Dico Ultras. Ich grüße euch, danke für den Raid, moin moin moin. Wir fahren gerade ein bisschen Saison, dritte Rennen, Hanoi. Ich bin gerade auf meiner In-Lab im Qualifying. Vielen lieben Dank. Chats, begrüßt mal die Leute. Ich hab Dico... Upsa, das fällt schon gegen die Wand, ey. Dicotainment habe ich bisher nicht mitbekommen bei uns. Ich glaube, das müsste irgendwie durch einen Vorschlag gekommen sein. Oder er hat gesehen, dass wir Formel 1 zocken. Dicotainment, wenn er gleich mal reinschreibt. Was habt ihr gezockt? Woher kommt ihr? Wie kommt ihr auf uns? Hallo. Vielen lieben Dank. Längst genauso wie Dico. Ja, ich versuche gerade beim Fahren. Ja, ich versuche gerade beim Fahren den Chat zu lesen, Alter. Weiß nicht, wie man das lenkt. Ja, ich fahre auch mit Controller. So. Ja, wir fahren, ich kann noch mal kurz erklären. Wir fahren auf KI-Stärke 60, ja. 90. 60. KI-Stärke 90.
McLaren und dann neu halt. Ne? Wir haben nicht trainiert, wir fahren 50% Rennen gleich. Das könnte ein bisschen wild werden. Formel 1 gezockt, okay, da kommt es wohl darüber. Turnier. Danke für die ganzen Follows, die reinballern. Danke schon, Digotainment. Danke, Nimali. Selber F1 gezockt, eine Formel 1 Community Liga. Dico ist eigentlich FIFA Content Creator. Vielen lieben Dank, Dico. Danke, danke, Alter, danke. Alter, die Mercedes. Ich check dich mal. Die Mercedes drücken mir einfach noch eine komplette Sekunde rein, ne? Ja, gut. Wenn es nicht so wäre, wäre es auch unlogisch, oder? Ja. Also, ich zock mit einem Kumpel hier die Season. Bambi ist am Start. Für alle, die uns nicht kennen, wir arbeiten beide bei RAN Sport. Also, er festangestellt, ich als freier Mitarbeiter bei Pro7 Sat1. Also, ne? NFL, DTM, demnächst Formel E, wenn ihr Motorsport interessiert seid. Fabian, wenn hier so jemand Werbung reinballert, ne, wie jetzt der Kollege über dir, gerne weg damit. Jawohl, Fabian, da zieht der Knaller durch. Ja, okay, ich muss auf jeden Fall nochmal rausfahren, weil ich muss die Strecke erstmal lernen. Bottas, ey, 1,36. Aber du bist vor mir. Ich fahr jetzt auch raus jetzt. Ich fahr jetzt auch noch, ja, ich hab jetzt auch mal ein bisschen Gewicht runtergenommen. Ich fahr jetzt auch nochmal. Ach, jetzt fahren die alle nochmal gerade oder kommen die gerade rein? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, ich komme rein. Boah, Haas. Da schwingt der Bannhammer. Ja, okay, ich weiß nicht, wie gut Decotainment fährt, aber er wird wahrscheinlich besser fahren als wir, Leute. Hallo, Buggy. Ich meine, hallo, du bist Fünfter beim GPO geworden, oder? Ja, so. Also, alte Maschine. Spa. Oder war es Sechster? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich weiß es nicht. Aber Fünfter oder Sechster auf jeden Fall. Also bitte. Ja, also bitte. Bitte! So, konzentrieren wir uns mal ein bisschen aufs Fahren. Apropos FIFA Content Creator, eigentlich hätte ich auch mal Bock, dass wir weitermachen. Ja, müssen wir. Der Alti meldet sich so wenig zuletzt. Was macht er eigentlich die ganze Zeit? Oh, wir haben Freitag noch Fußball zusammen geguckt, eigentlich. Den Newton FC. Müsste auch Zeit haben. Newton FC, ey. Deutsche Dembélé. Das war das schlimmste Fußballspiel, was ich hier gesehen habe, glaube ich. Und ich habe schon echt viele Fußballspiele gesehen. Aber dieses Köln-Bremen-Spiel, alter Schwede, ey. Erstmal verschalten vor der ersten Kurve, perfekt. Ah, die Runde ist nicht so gut. Boah, das war schon wack, ey. Trotzdem schneller. Schlecht. Schlecht. Oh, nee, die Runde kann ich abbrechen, kann ich die Box fahren, ey. Danke für den Tipp. Tut man nicht. Versuche ich mehr Power Gaming. Früher hochschalten. Ich muss gerade erstmal in diese Strecke reinfinden, weil ich die ewig nicht mehr gefahren bin. Und wir kein Training gemacht haben, sondern direkt qualifizieren.
Verbesserst du dich denn? Ja, ein bisschen. Puh. Ah, es wird, glaube ich, nichts mehr mit. Noch eine Runde. Wobei. Bottas erster, ey. Ja, Hamilton haut gleich noch eine raus. Ja, wahrscheinlich. Ist es normale Karriere? Nee, es ist eine Multiplayer-Liga einfach nur zu zweit. Also es ist nicht mein Team oder die normale Karriere. Da hast du mich doch Und überholt. ah ja, stimmt. Alter, oh, fast in die Wand gefahren. Wie viel? Ich weiß gar nicht, wie knapp das war. Dürfte Acht knapp gewesen Hundertstel. sein. Oder 700stel. Ja. 700stel. Und es war keine perfekte Runde auf jeden Fall. Ersten Sektor habe ich ein bisschen verkackt. Bei mir, ich fahre auch noch mal raus. Ja, eigentlich habe ich auch noch eine Runde. Aber ich glaube, Okay. dann würde ich den nächsten roten Reifen anfahren. Ja, ich mach's trotzdem. Ich glaube, ich mach's nicht mehr. Ich glaube, ich lebe jetzt mit dem Platz. Ich mache mal einen guten Start und bin Erster. Welche Distanz fahren Mike und Bambi? 50% fahren wir. Das erste Rennen war noch 100%, dann haben wir eine Abstimmung in Twitch gemacht, was ihr lieber sehen wollt, und die meisten Leute wollten 50%. Also machen wir 50%. Wie ist Fabian geschrieben? Ach, die jetzt brauchen die ewig, dich reinzuschieben, und deswegen komme ich nicht raus. Ich frage schon die ganze Zeit. Junge, Junge, Junge. Meine. Immer diese Kölner, schreibt Yannick. Ja. Okay, Decotainment. Ina, schönen Tag dir noch. Ja, vielleicht, Fabian. Fährst du schon Bambi? Fahr gerade raus aus der Box. Ah ja, ich bin echt mega knapp vor dir. Also ich glaube, Verstappen und so, die werden noch alle vorkommen. Aber fahr mal ein bisschen mit Bambi Ja, mit. deswegen versuche ich nur eine zu setzen, um vor Und dem zu ich bleiben. check mal kurz Decotainment ab. Decotainment. Hat er kein Instagram oder heißt er da anders, Leute? Kommt zumindest so nichts. Vielleicht nur Dico? Dico TV? Ist er das? Müsste er sein, glaube ich. Okay, im Olympique Lyon Trikot ist er eben gefahren. In so einem Retro-Ding. Ne? Ist ja mega stylisch. Schreiben wir mal. Vielen Dank. Schreib Ehre. Ehre. So, haben wir ihm geschrieben. Der Rossi 65, danke für das Helfen. Ja, absolut, Janni. Aber wir haben jetzt auch drei neue dazu bekommen. Mehr Power Gaming, Laisito und Le Occident. Vielen lieben Dank für die Follows. Danke für den Follow. Und Kalito hat jetzt auch einen gefollowt. Ich weiß gar nicht, Buggy. Ich entscheide das spontan später. Ehre aller Ehre. Wie viele Follower habe ich eigentlich jetzt gerade bei Twitch? Warte mal, ich gucke kurz nach. 2766, wir nähern uns der 3000, ey. Bambi 83 sehen gerade, wie du hier rumkurvst. Liefer mal, komm. Go Bambi, go Bambi, go Bambi, go Bambi, go Bambi, go Bambi. Ja, die Kurve vor der Ich weiß ja Geraden war nie. nicht gut. Schaffst du?
Kia, das ist gerade letzter. So, 13. besser aktuell die Runde. Auf geht's. Josh, grüß dich! Wow, fuck. Es geht! Wow. Weiter, Bambi, weiter! Glück hab ich verloren. Bottas erster, Hamilton zweiter, Verstappen dritter, ich vierter, du fünfter gerade. Mich kriegst du noch, die anderen sind schwer. Oh Gott! Dumm, Alter! Ja, du hast aber noch mich. Ach, oh, fuck! Du hast 14. mich noch, du hast weggeschmissen mich noch. In der letzten Kurve. Ja! Und Scheiß, ey! Aber hättest du vielleicht, also das ist noch ein bisschen Abstand, vielleicht noch Verstappen bekommen. Stark, Bambi! Du hast im Qualifying mich geschlagen! Ja. Qualifying-Duell steht 2-1. Ja. Ah, Verstappen hätte ich aber auch geschlagen. Fuck off, ey, die letzte Kurve. Ja, also ich. Meine Runde war auch nicht perfekt, aber es war jetzt ohne Training nicht viel mehr drin. Stark! Warum nicht auf Platz 1, Mike? Gamer Life. Ja, kein Training und McLaren, ne? Wäre auch langweilig, wenn ich in McLaren auf Platz 1 wäre. Enas, danke für den Follow! So, ey, voll Bock jetzt auf 50% Hanoi. Ja, das wird jetzt eh die größere Herausforderung, das Ding nicht irgendwann wegzuschmeißen. Na, wenigstens starte ich in. Ja, fei. So, Rennstrategie, was machen wir? Da will eine 3-Stop, 2-Stop. Ja, bei mir auch. Ich fahr rot-gelb-rot. Also, dann ist echt, das habe ich nicht gewusst, ey. Dann hätte ich den einen roten vielleicht gar nicht anfahren sollen. Ja, ich glaube, ich war sogar rot, gelb, gelb. Ja, die Option lasse ich mir auch noch offen. Rot, rot, weiß liegt, schickt er noch vor, aber. Ne! Gutes Rennen, Bambi! Gute. Oh Gott! Mega schlechter Start von mir. Boah, Verstappen, Alter. Alter, gegen mich auch Verstappen. Ah. War ein mieser Start von mir. Ich war voll überrascht, wie früh die Ampel ausgeht. Hab ihn. Aber er wird mich zurückholen. Oder? So, komm, Mercedes, haut euch gegenseitig raus. Ich versuche Verstappen aufzuhalten. Fahr, Bambi. Boah. Oh ne, jetzt durch Sektor 3 direkt am Hinterrad von Mercedes vorbei. Da ist gut, alles gut, alles gut, fahr weiter. Ach Gott, nichts passiert, fahr weiter. Muss in die Box? Ja, fahr ruhig. Jo. Ah, Mann, Verstappen dreht mich! Oh, das ist gut.
Bist du noch im Leben? Ach scheiße, du bist kaputt. Nee, alles gut. Ja. Ich bin Elfter. Oh, Ich bin, der hat fuck. mich gedreht und ich stand, hab alle blockiert. Ah. Alter, der hat mich gedreht. Es war Ja, das halt, ist für mich halt blöd. dadurch, dass du so geschlingert hast, musste ich voll auf die Bremse Ja. gehen, um nicht reinzufahren. Oh, Und dadurch scheiße, ey. kam er nah an mich ran und dann hat er mich halt in der Kurve gesnackt und ich habe versucht, mich zu wehren. Und dann hat sein hinteres Rad mein vorderes berührt und ich habe mich gedreht. Also es war auch jetzt gar nicht mal großartig seine Scheiße. Schuld, sondern ein Rennunfall. Und dann stand ich quer, alle blockiert. Safety habe ich nur für dich gemacht. Ja, Leute, ich weiß ja, wie ich Bambi retten kann da, ne? Wenn mein Teamkollege sich da einen Frontflügel kaputt macht, dann hol ich einen Safety Car kurz. Ja, ist denn bei dir alles ganz? ich gucke, ja. Oh, Glück gehabt. Alles ganz, aber ich bin halt Zehnter. Ja, Frontflügel war auch nur gelb, aber ich dachte jetzt komm, also Hallo, Club fahr ich halt Martin. gelb jetzt. Ah. Aber, boah, das wird jetzt wieder, oh nee, ey, das wird jetzt wieder so wild. Jetzt muss ich durch diese ganzen langsamen Autos. Oh Gott. Angst hat, ob ich trotzdem an die Box fahre jetzt. Ich hätte einfach vorne freie Fahrt gehabt hinter diesem scheiß Mercedes, Trotzdem an die ey. Box, Leute. Ah. Ja, du kannst halt gelb-gelb fahren, denke ich, oder? Nee, das schaffe ich nicht gelb-gelb, aber. Meinst du nicht? Ich weiß nicht. Was für sagt ihr mir denn jetzt? Du fällst zu weit zurück. Ich bin doch noch gar nicht hinten dran. Ich glaube, ich hole gelb. Alter, hä? Hast du Strafe Er sagt bekommen? nicht, fall zu weit zurück, dabei bin ich doch gar nicht am Feld. Nee, noch nicht, aber gleich. Wenn ich nicht in 10 Sekunden da hinten dran bin. Aha, Gott sei Dank. Boah, ey. Oh ja, hinter mir Verstappen. Zwei gehen noch mit mir an die Boxen. Red Bull, es müsste. Ne, Erben ist es. Die haben sich scheinbar auch was getan. Ja, eben, Boah. Ocon. Ja, gut, bin ich 18. in Hanoi. Ach, das war bitter. Ich hab halt. Also, ich musste abbremsen, sonst wäre ich voll nicht rein da in diesen. Ja, Ding. Und dann sorry. kam, ja, Das alles ist gut, aber und dann kam Verstappen mal dran auch. und dann hat er mich halt, das war halt richtig frech, wie Verstappen da reingestochen hat und dann wollte ich eigentlich nur ausweichen, also ich wollte gar nicht ihn noch blocken und dann berührt er mich halt vorne links und ich drehe mich und stehe da quer und blockiere alle. Das ist aber auch wieder, ey, ich fahre gerade 9 Runden im Qualifying, ohne einen Fehler. nur Ja, ist der Druck? ansatzweise Fehler. Ist Druck? Ja, aber, ja, Druck. Nee, das ist halt einfach nervig. Ich weiß nicht, das hat, ich habe doch keinen Druck. Ja, ist ja nichts passiert. Wir müssen jetzt halt von. Wir waren halt Dritter, Vierter. Der Start war echt stark von dir eigentlich. Jetzt sind wir halt 17, 18, aber wer weiß, was noch passiert. Noch ein Safety Car, Also was uns entgegenkommt. im Bereinigten sollten wir ja fast immer noch zum Papierter sein, wenn wir jetzt halt nicht. Aber wir müssen halt jetzt durchs Feld, ne? Das ist halt wieder das Problem. So. Ja, aber schaffen wir. Vorsicht. Oh. Zögert er jetzt schon? Wer ist ein Renault ist Erster oder ein Renault ist Letzter? Erster. Ocon ist Nee, Letzter das ist und Safety Ricardo Car. ist Erster. Das ist Safety Car. Achso, das ist Das ist gelb. das Safety Car. Seit Ja. wann das? War es nicht davor so braun oder so? Okay. Ja, dann die Alternativ. Mercedes. Wo fahren Sie schon? Ja. Nee. Ich glaube, jetzt Oh, würde ich weil. aufschließen an deiner Stelle. Nee, stehen noch. Achtung. Ich will mir nur nichts kaputt machen. Alter, wie fahre ich denn hier gerade? Hanoi ist meine Lieblingsstrecke, sag ich ja nur. Ja, Oh, Erben das hat einen ist besseren Start verrückt. als ich. Boah, gerade noch abgewehrt. Bisschen DTM-Style.
Alter, was ist denn Elben so schnell? Der ist auf Rot. Ach, stimmt, ja. Boah, den werde ich glaube ich nicht lange aufhalten können. Wo denn dir? Ja, ich muss, bin schon zweimal vom Gas gegangen, weil ich nicht wusste, an welcher Seite ich von dem vorbei soll. Latifi, fahr! Okay, Erden muss Latifi überholen. Ja, ich chill, hab jetzt erstmal gechillt hinter dem Fahrrad auf die lange Fahrt, das will jetzt hier nicht. Boah, Alter, Leute. Russell auf weiß, Alter. Wild. Danke für den Follow, Goldstar. Russell. Alles gut, schaffst du. Alter, und Giovinazzi, schön. Ach, Giovinazzi. Ist der Verstappen draußen geblieben? Ich dachte, der wäre mit dir in die Box. Nee, Erben. Aus der Elbe. So. Boah, wir pflügen durchs Feld, ey. Ich hab nur schon relativ viel ERS verbraucht. Oh, Erben holt ja, auch Giovinazzi. Der Erben jagt mich hier mit, ey. Nee, nee, Erben. Da nicht. Aber diese letzte Kurve, ne? Das ist immer so ein 50-50-Ding, wie ich. Oh Gott, Erben.
Ja, du bist halt viel schneller als ich. Paxte. Das ist ein blöden roten Reifen. Ah, nee, der hat DRS. Hä? Okay, schafft er doch nicht. Boah, ich benutze die Reifen gerade auch so hart, ey. Ja, bei mir ist so. Jetzt gerade geht's wieder. In der Runde davor hatte ich zweimal einen blockierenden Reifen. Also ist immer so ein. Mal läuft es, aber ich glaube gerade läuft es ganz gut. Jetzt hauen die Haas sich da vorne. Joya, Grüße. Weg. Ah, jetzt kommt Erden wieder angeschissen, ey. Danke für den Follow, Andy. Diese letzten zwei Kurven, ey. Mann. Geh weg, Albon. Ein Tokyo Drift in Hanoi. Dann kommt er wieder. Ey. Geh weg, Albon. Geh weg. Oh, ich bin im Haas Sandwich, Alter. Er hat mich. Boah, Magnussen. Boah, Alter. Hat das schön gemacht. Ich war zu schnell, hab zu spät gebremst. Aber ich konnte nicht mehr länger aufhalten. Ja, fahr schön hinterher, dann hast du gleich DRS und holst dir zurück. Alter, wie der auch direkt wegzieht, krass. Der ist direkt am Arsch, der Elben, ey. Zu schnell. Hamilton. Hui. Was ein Rennen. Hui. Ja, alles gut. War Hamilton hier vorne krank gepfeilt mit Grosjean. Mit dem sonst. Wilson, scheiße. Nein. Oh! Wo will er hin? Alter Bambi! Was war das denn? Wo will er hin? Alter! Alter, ich kann nicht rechts wegleihen! Ey, der schiebt mich einfach vor sich her und ich krieg auch noch. Alter! Safety Car. Ja, die haben mich rausgeschossen. Alter, ich könnte nichts machen. Jovin hat sich so ausgeschieden. Ich bin ausgeschieden. Du bist ausgeschieden? Ja? Nein! Der schiebt mich einfach vor sich her, komplett. Ich bin gerade voll am draufgefahren. Der schiebt mich einfach vor sich her. Strafe. Was ist denn jetzt passiert? Wieso stehen hier alle? Alter. Och, das kann doch nicht wahr sein. Alter, was ist denn hier passiert gerade? Plötzlich bleiben die hier stehen, ich knall voll drauf, weil ich meine Strategie einstellen will.
Hanoi Madness. Ich sehe halt nur plötzlich die Pfeile, den Pfeil immer näher kommen, runter werden. Aber der setzt nicht zum Überholen an. Junge. Bis dann, und dann ja, schiebt er mich vor. Dann schiebt er mich vor sich her, die komplette Gerade. Ja, ich hab's gesehen, ich hab den Unfall ja drauf, der war links von dir und du hast halt leicht nach links gelenkt und ihn in die Bande gedrückt und deswegen hat er dich gedreht. Also ich weiß nicht, entweder hättest du ihm mehr Platz lassen müssen oder eben er nicht da attackieren. Bei mir sitzt der halt hinten links die ganze Zeit, aber ich bleib halt einfach nur auf der Linie. Ich hab keine Ahnung, wo ich muss, also nicht auf der Linie, aber ich fahr halt einfach in der Mitte von der Strecke. Von du und Giovinazzi seid ausgeschieden, ey. Oh Mann, ey, es war so ein geiles Rennen bis hierhin. Ich bin halt gerade, ich habe 5 Sekunden Strafe gerade absitzen müssen, weil ich komplett in den Vordermann gebrettert bin. Weil, die stehen geblieben sind. Die sind alle stehen geblieben. Och. Och, come on, ey. Na, das war echt bitter. Ich bin jetzt auch 18. Letzter. Hätte ich einen weißen Reifen nehmen sollen, Chat? Crash Boom Bambi ist zurück. Och Mann. Oh, es tut mir jetzt leid, Bambi. Alter, die Saison ist so verflixt, Alter. Alter, dann baller ich da noch in den Stau rein. Hä? Und dann schiebt er mich vor sich her auf die Strecke zurück und dann kommt wahrscheinlich dann von hinten Giovinazzi volle Suppe reingeballert. Ja, der ist ausgeschieden. Und ich bin ja auch ausgewichen, ich bin ja rechts ausgewichen, als ihr das gemacht habt. Ja. Vielleicht hat ihr mit dem Chat das geklippt oder hat irgendjemand gesehen? Oh. Ach, bitter, war echt ein geiles Rennen bis dahin. Wir hätten echt mit der Strategie noch was machen können, jetzt bin ich halt wieder ganz hinten, ey. Komm, ein bisschen Liebe für Bambi im Chat bitte, das war bitter. Boah, jetzt muss der arme Bambi mir zugucken, ne? Ach, Mann. Aber meinst du nicht, du hättest ein bisschen Platz lassen können? So auf Nummer sicher, ja. Weil... Also es sah so seltsam aus bei mir. Bei mir war es halt, du fährst halt gerade und da ist halt so ein leichter Knick nach rechts und dadurch Elbenwald links von dir, wurde Elben eingequetscht zwischen Mauer und dir und hat halt hinten links dich berührt und dich deswegen gedreht. Also entweder Elben hätte da nicht links ansetzen sollen, sondern erst später, aber er hatte halt wahrscheinlich Geschwindigkeitsüberschuss. Oder du hättest ein bisschen Platz lassen müssen, damit ihr euch nicht einquetscht. Was schreibt der Chat? Was meint ihr, Chat? Ich da, keine Ahnung, deswegen überhole ich da halt auch immer erst in der DS-Zone, weil und bin dann immer da vom Gas gegangen, weil, keine Ahnung, da kommst du ja nicht vorbei. An der Stelle von der Geraden. Ach. Ja, okay, ich glaube, der Chat sieht auf jeden Fall Elben in der Schuld, oder? Chat, lese ich das falsch? Ja, gute Niemali die ganze Zeit, ja. Ja, ich würde mich da jetzt nicht freisprechen, aber es ist halt... Alter, ich fahre halt einfach nur auf der Ideallinie. Ich sehe ihn halt hinten links kommen. Ja. Und plötzlich kommt er immer näher, kommt er halt mit übelstem Überschuss an wahrscheinlich. Und wenn ich da halt, dann muss ich ja voll wegzucken. Rechtzeitig, weißt du? Ah ja, ich verstehe schon. Elben ist ja auch die ganze Zeit schon sehr aggressiv gefahren. Oh Mann, das hat echt bitter gelaufen. Auch dumm für Elben. Ich weiß nicht, ob meine Strategie so clever ist. Ich habe nochmal gelb geholt, weil ich dann denke, nochmal reingehen zu müssen für rot. Aber ich glaube, ich hätte auch weiß holen können, durchfahren können. Mhm. Mal sehen, ob das jetzt clever war. Oh Mann, ey. Bambi ist nie schuld. Hm. Der Chat sagt ruhig, wie ihr es fandet. Ach, wild, Mann. Ey. Zwei Safety-Car-Phasen. Ist ja bitter, dass du ausgeschieden bist. Weißt du, wenn du wenigstens irgendwie noch in die Box hättest können oder so. Aber was hat dich jetzt ausfallen lassen? Erben oder Giovinazzi? Wer hat das denn der Giovinazzi nochmal reinballert? Das hat mich dann rausfliegen lassen komplett. Aber das mit Elben wäre halt auch, ja, ich hätte dann auch 5 Sekunden Strafe noch gehabt und... Ja gut, die habe ich ja auch gerade abgesessen, ist nicht so schlimm. Ja. Ach, so. Oh, wollen wir Bambi rächen und Elben mal drehen, Freunde? Albon, ey.
Albono. War klar Erdens Schuld, schreibt Fabian. Hast du jetzt überholt? Und nächstes, ja, Safety Car schon vorbei. Ich dachte gerade, hä? Guter Löter. Ah. Ruf. Lass deinen Flügel ganz stark. Nicht mit mir, K-Mac. Oh Scheiße, und dann zu schnell in die Kurve. Ja. Oh Mann, Bambi, es tut mir so leid. Ja, mir passiert. Mal gucken, ob ich noch irgendwie Punkte hole. Ja, kriegst du schon hin. Ja, Ocon hat weiß genommen. Ich glaube, das hätte ich auch machen sollen. Nein, ich habe einen Giovinazzi rausgenommen. Also der wäre ja auch ein klarer Punktegarant noch gewesen. Ja, okay. Jetzt kannst du gehst halt nochmal auf Rot, kannst du wenigstens gut ballern. Ja, eigentlich. Du noch die schnellste Runde genommen. Ja. Aber wobei, vielleicht hält der Gelbe auch bis zum Ende, ich weiß nicht. Gucken, wie er sich verhält. Andi, Mike fährt mit schaltet manuell, ich manuell. Schalte automatisch. Und beide mit Controller. Dass die KI hier bei diesem Knick immer links ansetzt. Ocon gerade auch gegen Raikön. Das ist halt echt crazy. Weil die wissen doch, dass da noch diese Welle in der Bande kommt. Bambi hat jetzt einfach ein Auge auf den Chat. So. Im Chat geht es gerade darüber, dass Sinte jetzt mit seiner Tochter Barbie spielen muss. Ach schön. Die arme Tochter. Ja. Die arme Barbie. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die Tochter richtig Bock hat, irgendwas Geiles zu machen, aber Sinte halt Bock auf die Barbie hat. Aber ich finde das schon nett von der Tochter, dass sie den Sinte im Keller mal besuchen kommt. Finde ich auch nett. Let's go. Hat der Kimi aber auch mal gut rechts noch zugemacht, ja, ne? Ja, Verwarnung auch gerade bekommen, dass ich ihn berührt habe. Ich wusste. Ich dachte, ich komme da jetzt rechts vorbei und plötzlich zuckt er nochmal. Ich war ein bisschen überrascht, dass er da noch gezuckt hat. Nicht gecheckt, dass er rechts noch zumachen wird. Naja, und dann war das knapp. Mal. Dann war das echt knapp. Manchmal wild. Hätte ich auch anders überholen können. Das ist ein bisschen Stroll-like Portimao. Und Elden ist schon wieder hinter mir. Der kotzt mich so an, der Junge, ey. In diesem Rennen. Auf seinen scheiß roten Reifen. Ist ja nochmal auf Rot gegangen. Ja, keine Ahnung. Ja, gut. Halt den hinter dir und wenn du dann auf Rot gehst, fährst du den mal weg. Ja, ich würde halt gerne Ocon vor mir noch snacken, weil der hat weiße. Aber nur so ein Tipp, halt den nicht auf jeden Fall. Nee, der wird wieder schneller sein, der Erden. Vielleicht lass ihn auch vorbei und der nervt Ocon. Ui. Uff. Ja. Bisschen den Faden verloren. Ich glaube, ich lass ihn vorbei.
Wenn er halt fahren würde, ne? Oder auch nicht. Na, eben so nicht, Junge. Wenn, er muss schon richtig gut fahren. So wird das nichts. Komm, Elben, streng dich mal an jetzt hier. Komm, jawohl, zieh raus, holen dir. Elben, der muss sich doch mal anstrengen, Albono. Was macht denn der? Nix mit dem. So, jetzt aber. Und ich fahr ganz links, du kommst hier nicht vorbei, sag ich dir. Bitte nicht fahren, einfach vorbei! Junge, drängt er mich da noch in die Wanne, ey! Und zieht er dann jetzt nach links rüber? Also irgendwie. Der hat eine eigene Ideallinie hier. So, Elben, komm, hol dir Ocon. Schlechte Linie von mir, Digga. Komm, Elben. Was war das denn? War das ein Hund? 6 Millionen ways to mob, choose one. Anni, danke schön für den Host. Es geht. Ey, oh, ey, oh. Go, Anni. Wo ist eigentlich der Unterschied von Raiden zu Hosten? Beim Raid schickst du Leute auf einen anderen Kanal, beim Host wird auf deinem Twitch-Kanal ein Streamer gehostet. Also oh, was praktisch, wenn ich auf... Also er hat nicht jetzt 50 Leute oder so rübergeschickt, sondern auf seinem Twitch-Kanal ja. Hostet läuft er jetzt der Loder. Genau. Oder stich da rein. Zieh das durch. Ah! Hujeng, gib Gas. Oh Gott, der Albon. Oh Gott. Oh, stark, Mike. Bada boom, bada bang, Albon, komm mit! Ah, macht er. Oh, jetzt fahren sie parallel in die Kurve, glaube ich. Das ist doch frech, ne? Grosjean, glaube ich, hat Albträume. Das ist wie auf Sat 1 so ein Regionalprogramm. Schmenz beste Erklärung. Boah, das ist schlecht. Das hängt er mir wieder am Arsch, ne? Was hat denn der mit mir eigentlich? Ey, fahr mal dein eigenes Rennen. Sind deine roten, die sind die roten noch neu, die du gleich ja, drauf kriegst? Ja. Dann würde ich ja fast schon überlegen, gleich reinzugehen, ne? Nee, am so, ersten Menü zwei, haben die gesagt, 8 Runden halten die. Ja, aber das, bei mir waren es 8, die, die angefahrenen. 8 bei mir. Okay. Ja. Die gehen halt noch, die gelben. Vielleicht fahre ich mit denen noch durch, ich weiß noch nicht. Oh, Ocon! Boah, da musste ich abkürzen. Wieso steht denn der da? Ah, der Albon hat einen Aufpass. Shiki, danke für den Host, Digga! Ey, oh je. Ey, oh je. Shiki! Oh je, oh je, oh je. Jetzt kommen sie beide, oh Gott, oh Gott, jetzt kommen sie beide, oh Gott! Oh Gott, Albon verliert fast das Auto, Alter. Albon hat irgendwie fast gerade das Auto verloren, er ist komplett am... Schlinger gewesen. Oh, uff. Uff. Ja, kann man mal so machen. Boah. Alter. Hanoi wild. Das Ding ist halt, wenn ich in die Box fahre, ist glaube ich das Rennen vorbei, oder? Dann kriege ich keine Punkte mehr, wenn die alle auch nicht mehr in die Box gehen. Elben geht auf jeden Fall noch in die Box. Chat, Box oder nicht? Weiß ich. Wie viel hast du denn auf dem Reifen? 30. Weißt du, weil ich in die Box gegangen bin? Ungefähr so 10 Runden, oder?
Warte. 11 Runden noch. Ah ja, die gehen alle in die Box gerade. Ja, dann würde ich glaube ich auch gehen. Boah, wie fahre ich denn da? Ja, 30. Deine Rundenreifen sind 7 Runden alt. Das könnte auch bis zum Ende reichen, aber ich weiß nicht, ob ich nachher neu mit 60% Reifen rumfahren will. Ja, das ist schwierig. Aber also die vor dir gehen auch alle noch in die Box. Bis auf Verstappen. Hinter dir geht noch der Albon in die Box. Der Magnussen wird auch noch in die Box gehen. Oh. Alter! Wieso zieht denn der rüber? Alter, der zieht kurz vor mir rein. Mein Flügel ist gelb. Ja, das ist schlecht. Ach man, Ocon auf weiß. Ist das dein Ernst? Ich war so abgelenkt gerade mit meiner Strategie, was ich mache. Weil ich gerade gefragt habe, was die mir vorschlagen. Die meinten, ich soll noch in die Box kommen. Das wird flügelgelb. Ach, Ocon, was ziehst du da in meine Spur nochmal? Kannst du mich auch so holen? Ja, ich würde an deiner Stelle jetzt gleich auf Rot gehen. Och man, dieses Rennen ist halt echt. Oh, ich komme kaum in die Kurve hier. Alter, ich komme nicht in die Kurven. Normalerweise kann man ja auch mit Gelb durchfahren, aber Alter, ich komme hier nicht mit Vollgas rum. Ach, ist das ärgerlich. Ocon, du Lappen, ey. Fahren wir den nochmal in die Kacke, oder? Wieso ist denn das schneller als ich? Guck mal, mein Flügel. Ich kann gar nichts machen. Ich fahre nur geradeaus. Ja, Mercedes-Motor. Ja, aber Ocon fährt mir auch weg, obwohl ich in seinem Windschatten bin. Alter! Joa! Alter! Ist das nicht im Ernst mit der KI? Ja, dass Perez da nochmal rüberzieht. Ey, ich dachte, Perez ist links von Ocon. Und dann zieht er komplett auf meine Spur. Was haben die denn mit dieser Kurve? Ja, mein Flügel ist orange jetzt auch. Ja, du bist der Einzige, der auf Rot gehen kann. Also, ja, ich vielleicht hat so viel Zeit. Kannst dann auch nochmal ballern. Ah, Hamilton geht auch auf Rot. Ah, gut, okay. Alter, Leute. Ich muss jetzt in die Box. Flügel war orange. Alter, dass die da zweimal mir nochmal vor die Flinte ziehen. Scheiße. Es wird schwer, ich glaube Punkte sind echt jetzt weg, leider. Ach. Ja, da sind ein paar auch weiß tatsächlich auch dabei. Also. Ja, aber guck mal, wo ich rauskomme. 14, 10 Sekunden Rückstand, das ist vorbei. Schade, Chat, tut mir leid. Ich versuche jetzt mal, ich push nochmal wie wild, aber. Mal gucken, was geht. Relativ schnell am Magnussen vorbei, weil davor ist dann eigentlich Platz, warum du kannst Gas geben. Ja, ich gebe alles. Niemals so denken. Okay, Joya, wir gewinnen dieses Rennen noch. Pass auf. Komm her, Mac. Now we go to the top. Also das Rennen war eigentlich ganz geil. Wir hatten echt ein paar geile Überholmanöver auf jeden Fall. Ja, dann kam Albon. Und dann hat die KI ein bisschen. Ah, ist voll weg. Ah, dann den dritten Sektor überholen. Beste.
klassisches Hanoi dritter Sektor Überholmanöver. Oh Mann, wir standen eigentlich so gut da mit Qualifying. Ja. Aber du müsstest dringendst an dem vorbei. An der Tasten kommen. Alter. Warum ist denn der Hass? Ey. Das kann. Hast du noch ERS? Ja, ich dachte, ich schaff's ohne. Ja. Hast du auch. Ja, sieht. Ja, 10 Sekunden auf Elben und der hat glaube ich auch 10 Sekunden noch vor sich ein, ne? Also. Punkte werden es leider nicht, außer es passiert noch von der KI was folgt ist, was ich jetzt mal bezweifle. Ach so ärgerlich, wir waren so gut dabei. Wir brauchen irgendwas Verrücktes. Irgendein Safety Car. Gab ja schon ein paar. Wo ich gehe mal auf die Kamera auf von Grosjean. Sag dir mal, mach was. Roman. Roman jetzt hier, mach mal ein bisschen Grosjean-Action. Ja, Roman Grosjean, ey. Ne, der Grosjean. Geht nicht an einem Latifi vorbei. Ich push jetzt einmal wie blöd, wenn ich jetzt ausfalle, ist auch egal. Get fastest lap. Wobei, ne, die Mercedes vorne sind auch auf Roten, also eine schnellste Rennrunde könnte auch ein wenig schwierig werden. Wir versuchen es einfach. War Albon noch mal drin? Ja. Der dem seine gelben sind 3 Runden alt. Dem gönne ich halt gar nichts. Der soll keinen Punkt bekommen. Los, KI, mach was Verrücktes. Alter, Albon einfach mal direkt an Raikön und Kiat gleichzeitig vorbei. Gefühlt haben wir die heute auch schon viermal überholt, ey. Na, schneller geht's nicht. Ja, auf dem Kimi holst du 3 Sekunden pro Runde hoch. Weißt du, wie weit ich. Oh! Wie weit ich weg bin von der Hamilton-Zeit? Von der. Warte. Schnellste Runde. 1,39,3. Oh, die Hamilton-Zeit ist 1,38,8, also 15. Ah, okay, schaff ich nicht. Das ist zu schnell leider. Boah, ich baller hier über die Curbs, ey. No fucks given. Ah, Fabian, nee. Gerade brauche ich keine. Muss mich doch um Chat kümmern. Komm. Wir müssen halt bis zu Ocon kommen und es ist weit. Es ist so bitter, dass nochmal ein Flügel kaputt war, dass ich eine Strafe bekommen habe. Ocon ist Sechster? Ist Ricardo Zehnter? Jo. Ja, Ocon.
Das ist auch eine Seifenkiste, dieser Alpha, ey. Ich sehe da schon 2022 Moxig mitfahren. Moxig und Lugi Burgner. Alter, Reichelt, fahr! Und scheiß Moxig und Lugi fahren besser als Aki. Lecker. Ja, bis auf 10 hast du halt noch 10 Sekunden Rückstand, ne? Na. Ich versuch's, alles. Noch kein technischer Ausfall, ne? Das müsste eigentlich auch noch passiert, eigentlich auch immer. Ja, stimmt. Also, vielleicht, wenn du jetzt 12. oder 11. wärst, wirst du vielleicht. Wenn ich dann gönne, dann Erben. Weil der wäre nicht in den Punkten. Den muss er. Ja, den musst du so überholen. Du bist so lang, bis du in DRS und dann hast du. Ja. Kein DRS. Ja, gleich aber. Oder nee, der Messpunkt ist ja jetzt schon. Warnung? Oder hat's gereicht? Gereicht. Boah, war das frisch. Oha, aber der Kia hat jetzt. Hat weiß, ne? Ja. Komm, Platz 12. Ricardo auf 10 hat auch weiß. 3 Runden. Oh Gott, der ist gut angeschossen in seinem Alpha Tauri, ey. Ja, aber. Ja, auf Ricardo hast du halt noch Sekunden Rückstand, ne? Na, es wird wahrscheinlich. Platz 12. Egal, weiter. Nur einer ausfallen sollte? Ich will Elben noch irgendwie abfacken. Ja, der muss weg. Elben muss weg. Schieb ihn raus. Oh. Ach, es wird schwer. Vor allem, da sind so viele bei Ricardo, ne? Ja, die können sich schon mal rauskegeln, die. Punkt, Punkt, Punkt. So, bitte, diese 5-Sekunden-Strafe tut jetzt auch halt weh. Hi Marcel, ist Hanoi. Also Hannover, ne? Und wenn das Rennen noch ein paar Runden länger gehen würde, ne? Dann wäre ich noch ein paar Runden länger rausgeflogen. Das stimmt.
Ja, aber stimmt, also. Gut, der Rote baut dann halt auch ab, ne, aber. Chancen jetzt, da. Dass auch keiner mehr ausfällt. Ne. Ich komme nicht ran. Elben ist leider auch zu weit weg. Der kann ja auch noch vollballern, wenn der wenigstens aufgehalten werden würde von irgendwem. Ja, vielleicht jetzt gleich. Oh, gelb irgendwo, aber es ist leider hinten. Ach, es fällt einer aus, aber hinter mir. Das ist ein Haas, das ist nix. Bitter. Einfach bitteres Rennen. Der Cousin ist wieder verlasst. Oder ne, es ist. Ja, das wenigstens vorher gemacht, damit ein Safety-Car kommt, so. Bringt's gar nichts. Magnussen. Ja, ne, Fabian bin ich auch nicht, aber es nervt halt trotzdem. War ja mehr drin auch für uns beide. K-Mac out. Wo jetzt der Albon im DRS von Ricardo. Push, push, push. Na, es fehlt vielleicht sogar eine Runde nur. Wenn die sich jetzt da gegenseitig auf den Sack gehen, ja. Oh. Na, Reifen bauen ab. Nochmal gelb! Das gibt's nicht! Ich werd Elfter! Das ist irgendein Racing Point langsam! Albon, schieß ihn ab! Ne, ist es ein Racing Point? Das sieht aus wie Ocon, oder? Ich weiß nicht, irgendwer wird langsam. Nee. Da stehen sie! Das ist ein McLaren? Nee, hey, McLaren bist du. Check ihn. Ich weiß nicht. Ach, das ist nur gelb gewesen von dem Dingens noch, der da steht, von, oder? Magnussen, ja, stimmt. Oh, ich bin so nah dran. Der scheiß Albon holt noch Punkte. Ich tick aus. So ein bitteres Rennen. Ich wäre jetzt halt echt dran. Uff, 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 uff. Alles gegeben, Chat. Alles gegeben. Alles gegeben, ey. Boah. Servus, Passi. Fahrer des Tages, Perez. Ja, auf jeden Fall. War ein schönes Manöver gegen mich, als er reingezogen ist. War klasse. Oh. Ja? Hast du den irgendwann zwischendurch gesehen? Ich hab den gar nicht mitgekriegt. Ja, als er aber reingezogen ist. Mein Gott, was ein bitteres Rennen für uns. So weit vorne gestartet, keine Punkte. Ja. Bitter gelaufen. Ja, alles gegeben auf jeden Fall. Haben wir noch eins? Ich denke schon. Na. Schade, schade. Ja, gegeben habe ich alles. Das ist auf jeden Fall. Oh, gute Chinesien jetzt, ey. Ach,
Guck mal, von der Pace her, ne? 1,39,3 war ich ungefähr so schnell wie. War ich nach dem Mercedes der schnellste. Naja, das waren oh, wir. Oh Mann, ey. Dass der Ocon 6. wird mit seinen weißen Reifen, ne? Vielleicht war es echt einfach die falsche Strategie, aber mein Flügel war eh kaputt. Alles gegeben, Joya, ja, dankeschön. Na gut, Fahrerwertung ist ja jetzt belastend, der Roboter zieht schon jetzt weg, ey. Verstappen solider Zweiter, 20. Ich bin immer noch Vierter. Du bist Letzter? Ja gut, es gibt noch viele ohne Punkt. Okay, ja, China. Komm, machen wir noch. Komm, wir müssen besser aufhören als mit dem, was gerade passiert ist. Alles klar, Andi, dankeschön für den Hinweis. Ich gucke mal, ob ich irgendwas zu essen hole, schnell, Bambi. Bin gleich wieder da. Jo, Chala, hey, Chala. Dragon Ball, beste. Bis später. So. Bin ich wieder da? Bist du wieder? Wahnsinn. Ja, ein paar Nudeln noch von gestern gefunden hier. Ja, ich habe auch noch was zu essen. Moxi, wo ist mein Setup? Passi schreibt, hab euch lange nicht mehr gesehen bei mir und Mike. Ja, Passi, brauchen wir nächste Escape Room Party. Sobald Corona nicht mehr so ist, wie es ist. Aber China mag ich eigentlich. Findet ihr auch, dass eigentlich die Rennstrecke aussieht wie ein Skifahrer? Weißt du? Unten der Ski. Alter. Wurde gerade Schwung. Hat einen kleinen Bauch. Quasi Bambi als Skifahrer. Danke, Fabian. Also auf jeden Fall ein Skifahrer. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Ja, okay. Sehe ich ähnlich, ja. Jetzt, wo du es gesagt hast, ist ja brutal. Und da wechseln ähnlich die zwei Typen. Stell dir mal vor, der Typ, der die Strecke entworfen hat, hat sich das wirklich gedacht. Ja, so ein Skifahrer aus Bahrain. Und lacht sich. Ah, aus China. Und lacht sich so. Lacht sich so jedes Mal kaputt.
Aber auch was von Godzilla, schreibt Shigi. Okay. Na? Ja. Er dürfte halt der Arm nicht so lang sein. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Aber und die keine Ahnung, die Ski unten sind halt schon sehr, sehr geil. Also, sieht schon sehr nach Ski aus. Danke, Moschik. Setup geschickt. Ja. Ja, Ehrenmoxig. Ein Hundeschlitten, schreibt Schmenzi. Oh, warum denn gelb? Alter, was schien da auf der... Tschö. Mach schick. Oh, das ist Schmenzer gerade den Knieboy gemacht. Gute Schmenzi. Hermann Thielke, der Skifahrer, jetzt sehe ich es auch. Hermann, wir brauchen eine neue Strecke in China. Warte. Hab Junge. Die Idee. Ich fahre da, warte, Masse höher schon. Du weißt doch, wie ein Skifahrer aussieht. Stell dir das mal als Strecke vor, in China. Die flippen aus, die Chinesen. Wann spielt ihr wieder Among Us? Das passiert meistens spontan, Marcel. Gibt gerade keinen Termin dafür. Aber am Montag kommt auf jeden Fall die nächste YouTube-Folge mit PietSmiet raus. Und am Dienstag, also übermorgen, kommt die erste Among Us 3D-Folge raus mit PietSmiet, Dalukart und so weiter. Und das war witzig. Also Among Us in 3D, das war sehr lustig, am Dienstag. Wie 3D? Mhm. Also so Eye-Level-mäßig oder was? Eye-Level, was ist das? Nee, wie 3D? Ich check's also, halt nicht. Also ist quasi ein anderes Spiel. Es gibt VR-Chat in Steam und dann spielst du halt die Karte nicht von oben, sondern aus Ego-Perspektive. Ja, also ja, also Eye-Level-mäßig meine ich ja. So, dass du halt nicht Vogelperspektive drauf guckst, sondern halt... Ego-Perspektive, ja. Genau so, es ist super lustig gewesen. Crazy. Kann man das... Ist das jetzt exklusiv für euch zugänglich gewesen, oder kann man das öfter... Nee, das waren aber irgendwelche Dalukart-Settings. Das war, da musst du was runterladen und dich irgendwo anmelden und so. Das war schon ein bisschen komplizierter, aber wenn er es mir mal erklären würde, dann kann man das bestimmt so mal auch mal machen. Dann muss er so ein paar Sachen runterladen, aber es war schon... Also ich habe mich oft erschrocken in Ego-Perspektive. Die Aufgaben machen in Ego-Perspektive ist auch lustig. Es gibt nichts Schlimmeres als die Karte swipen, ich sag's euch. Oder diese Blätter da rauspusten. Also es gibt nur die eine Map, die du spielen kannst, die anderen es gibt nur die erste Map. Mhm. Die mit der Cafeteria in der Mitte. Ja. Aber war schon lustig. Schöne Abwechslung. Also je nachdem, wenn es gut ankommt bei YouTube, also auch bei PietSmiet, dann machen wir das zusätzlich in Zukunft, dass wir halt die normalen Folgen aufnehmen und immer eine 3D-Folge. Wenn es nicht so gut ankommen sollte, dann lassen wir es halt weg und es war einmalig. Ich habe gestern mit meinem Freundeskreis aus der Heimat das erste Mal Among Us gespielt. Das war wild, Alter. War lustig? Ja, mega, aber halt so drei, mindestens vier, fünf Leute dabei, die es noch nie gespielt haben. Ja, und es war so lustig am Anfang, weil, keine Ahnung, dann halt so wird halt einer vor deinen Augen weggeschnetzelt und so, was ist denn jetzt passiert? Was? Geil. Und dann, ja, welche Aufgabe hast du da gefällt? Ja, die in Weapons. Ja, welche? Ja, in Weapons die. Ja gut, tschüss. Ah, stark. So, Moschik's Setup ist drin. Ja, Karte swipen ist wirklich schlimm. Ich streame Among Us, ja, mit manchen aus der Community und
mit Pete's Meat, Dadokat und so weiter. In den letzten 6 Folgen bin ich 5-mal als erstes gestorben. Haben die Imposter mich immer schön geforst. Davor war ich ein paar Mal echt ganz gut Detektiv und auch Imposter. Und jetzt bei den Folgen, die rauskommen werden nächste Woche, das war mit mein schlechtestes Gameplay in Among Us. Also könnt ihr euch freuen, da habe ich richtig reingeintet. Das war richtig wack von mir, aber wird lustig. Und die 3D-Folgen waren ganz okay. Da war mein Level eigentlich ganz okay. Und ja, morgen nehmen wir ja wieder neu auf. Nee, morgen? Nee, Mittwoch. Mittwoch nehmen wir nochmal auf. Habe ich schon gesehen, Kendo. Okay, ich fahre mal raus, Leute. Ich muss ja auch eine Zeit setzen. Wo stehst du, Bambi? Bin 7. Okay. Ich fand die Runde aber gar nicht mal so schlecht, deswegen bin ich gerade ein bisschen verwundert. Ah. Okay. Fahren wir mal raus hier zum ersten Mal. Wir brauchen schon Training, oder? Ich mag China eigentlich. Ist eine gute Strecke. Ja, ich finde es ja auch ganz cool eigentlich, aber irgendwie ist nicht meine beste Strecke. Du meinst nicht so wie die anderen drei? Ja, aber gerade war ja, also in Bahrain ist halt eine meiner absolut schlechtesten Strecken. Echt? Ich finde ja, in Bahrain immer ich ganz weiß, cool. Ich weiß, da bist du immer so. Ja, ne, wie Vietnam kann ich ja eigentlich. War ja auch jetzt nicht so, aber ja. Dann ist halt ein dummer Fehler, ein halber dummer Fehler und dann machst du halt nichts, ne? Ja. Danach kommt Zandvoort. Wie findest du die? Bin ich heute auch ganz okay. Bin ich heute Morgen 100% gefahren. Heute Morgen? Alter, bist ja richtig on fire. Ja, bin ich, glaube ich, in diesem MyTeam-Auto in der ersten Saison 10. geworden. Also, ist okay. Aber es ist halt auch, glaube ich, so eine Strecke, wenn du da halt mal im Flow bist, dann ist es auch so eine Flow-Strecke, finde ich. Ja. So. Kein guter erster Sektor auf jeden Fall. Ja, bei mir auch nicht. Nee, die Runde wird gar nichts. Boah. Ah, da habe ich den Schnitzer drin. Das wird Platz 12 oder so. Das ist nichts. So kriege ich eigentlich angezeigt, wie gut meine Sektoren sind. Ich habe kein Grün, kein Lila, kein Rot, gar nichts. Ja gut, Grün und Rot kannst ist ja bei der ersten Zeit normal, dass das nicht geht, oder? Ja, aber du kannst ja vielleicht zum ersten oder so. Elfter. Boah. So, wir müssen uns ein bisschen beeilen, dann schaffen wir vielleicht noch eine. Das wird zwingend notwendig, weil Platz 11 ist ja nicht schlecht. Wo bist du gerade? 7. Na, da muss mehr gehen. Die Runde war. Kannst du mal kurz sagen, wie viel schneller du in den einzelnen Sektoren warst? Wenn ich gleich drin bin, ja.
Also, insgesamt bin ich, oh, 6 Zehntel schneller als du. Im ersten, ne? Im ersten sind es 3, Ah, ist ja so schlecht, der im erste. zweiten sind wir fast gleich und im letzten anderthalb. Naja, der zweite war auch noch okay, aber der erste war vor allem richtig schlecht. Das sind. Ah, nee, Quatsch, ich hab. Nee, oh nee. Ich hab gerade mit Stroll verglichen, sorry. Im ersten sind's. ja, ich war in der Zeile verrutscht. Im ersten sind's 3 Zehntel, im zweiten sind es 6 Zehntel, die ich hier nehme. Was? Okay, krass. Und in dem letzten nimmst du mir dann 3. Ja. Das war immer schlecht. Müssen wir jetzt mal besser ballern. Schieb mich rein, Jungs. Ich muss wieder raus. Aber crazy, scheint die KI recht gut zu sein. Also ich fand meine Runde echt nicht so schlecht. Weiß auch gar nicht, ob ich noch mal rausfahre. Ich fahre nochmal raus. Lass mich raus. Raus. Also Ich raus. muss raus. Ich muss jetzt ganz dringend raus. Was ist das denn? FBI, open up. Ist schon draußen? Ja. Oh, hinter mir sind alle. Ja, ich fahre auch noch mal raus, komm, scheiß drauf. Und schon gelb im ersten Sektor, ey. Es sind so Strullis, wirklich. Dabei bin ich noch gar house, nicht there's draußen. a hose in this house, there's a hose. Der Pate 80, Dankeschön für deinen Follow. Warte. Der Pate 80, Junge da. Wie gesagt, gestern mit Froni Mafia 3 durchgespielt. Ich bin voll im Patefieber. Hat irgendjemand von euch, ich glaube auf Disney Plus oder so, The Godfather auf irgendwas gesehen? Ist eine Serie, ich glaube, es gibt erst eine Staffel mit Forest Whitaker. Ist die gut, wenn es jemand gesehen hat? Würde mich mal interessieren. The Ich Godfather hab's of nicht gesehen. irgendwas. So, jetzt zählt's, Freunde. Boah, Alter, sind die lahm. Muss chillen. Komm schon. Verstappen ist auch nur 12. 13. Nur die Alphas bleiben drin, die brauchen das nicht. Nee. Kimi reicht eine Runde. Wieder nicht so gut, die erste Kurve. Wieder Zweiter. Komm. Push. Ja, habe ich auch gewundert, Schmenzi. Oder war es gar nicht Disney? Ich dachte, es war was anderes. Telekom, irgendwas.
Ach, die letzte Kurve noch ein bisschen verkackt, zu schnell gewesen. Jawohl. Stark, Junge. Schönes Ding, fitter Bami. So, jetzt muss ich auch mal durchkommen, ey. Ich würde mal Zeit, ey, wenigstens mal die ersten Punkte zu. Sechster! Stark! Qualifying 2-2 auf jeden Fall. Heute ist bei mir gut drauf. Na, auf einer Runde. Ich habe nicht die perfekte Runde zusammenbekommen, ey. Ich habe gerade in der jetzt schlechteren Runde in der ersten Kurve schon 3/10 wieder vorgehabt und uns dann weggeworfen, ey. Schade. Oh, scheiße. Aber starke Runde, ey, du bist ja eine halbe Sekunde schneller, also das hätte ich nicht mehr bekommen, glaube ich. Krass, wie die Mercedes. Ja, die war abgehen. Wirklich, die war wirklich echt gut. Okay, ja, hoffen wir mal, dass wir im Start heile bleiben. Speed ist ja nie so mein Problem, aber warten wir mal ab, ne? Gut, gibt Drogensüchtige, den geht's anders. Fabian schreibt P4, get in there, mate, mit Bambi-Emote. Oh, was? Oh, ich dachte gerade Regen, Alter. Moinsinger Chris. Oh nein, Ende des Rennens Regen. Ende des Rennens Regen, Mike. Oh, oh, oh. Alles klar, Doki. Oh Gott, Ende des Rennens Regen, ich seh's. Oh nee. Aber ab wann ist die Frage, ne? Das ist halt die Frage, Alter, ich kann in der ersten Runde an die Box gehen. Wieso? Nee, weiß bringt nichts. Ja, aber ich meine, im zweiten auf weiß gehen, damit man bis zum Regen durchkommt, weißt du? Ja, das kann. Ja, vielleicht gut. Ja. Aber es wird es nicht schaffen, bis zum Regen. Ja, das hinten, wenn. Also, ich hatte es auch schon echt oft, dass da steht, da hinten Regen und dann war nach 5 Minuten kommt die erste Warnung und 5 Minuten gibt es Regen, so. Hatte ich auch schon alles, aber na ja, komm, ich mache jetzt erstmal hier rot, gelb, gelb. Alter, schickt ihr dich auch nach 4 Runden schon rein? Jupp, nach 3. Boah, was? Was ist das für ein wildes Rennen, ey? Na gut, dann schauen wir mal. Ah, schauen wir mal. Gut Kick, ne? Ja, gut Kick, mein Lieber. Aber dann war es wenigstens auch kein Fehler, sich keinen roten aufzusparen, wenn man mit denen nur so kurz fahren kann. Ah. Okay, guten Start, Freunde. Versuch's, Benny. Let's go. Boah, Alter, wie lange denn noch? Uff, Alter, wie kommt der Ferrari weg? Oh, Bami! Wow. Alter, ist schon wieder Erden neben mir. Ich krieg die Krise.
Hab ich wieder Glück gehabt, war kein guter Start. Boah, es sieht aber aus, als würde es gleich schon anfangen zu regnen. Ja, eben, das meine ich ja. Egal, Bambi, diesmal machen wir keinen Fehler. Boah, meine Reifen sind noch so kalt. Ich bin auch, hab auch noch gar keinen Glück. Boah, die ersten Rennen hatte ich so gute Starts, jetzt habe ich so schlechte. Ja, jetzt gerade war auch, ey, der Leclerc war ja praktisch als rot war, also der war ja direkt neben mir. Ist ja mega weggekommen. Ja, wenigstens Elben kommt nicht mit, ey. Oha! Ja. Coole Ferrari-Motor. Hast ihn, jawohl. Jawohl, die Pylonen weg. Fahrt damit. Puh, mit Abkürzen habe ich ihn vielleicht. Puh, das ist ein bisschen asozial, weil ich ihn quasi über das Gras überholt habe, aber wenn Leitung sagt, ist okay. Glück gehabt. Fuck. Ja, das ist, warte, fahr, das fahren lassen. Bisschen nee, fahr, alles gut. Ich habe gerade abgebremst, weil ich ja schon draufgefahren bin, leicht. Ja. Weil der Claire mir im Nacken ist. Ich hab mich verbremst, sorry. Alles gut. Wow, das war wild. Fahr vorbei, wenn du schnell zu schnell bist. Ja, alles gut, alles gut. Alles gut. Versuch deinen Rhythmus zu finden. Der Elben nervt den Leclerc, alles gut. Elbmuskel. Hinter uns. Ja, ein Alpha ist raus. Kimi. Gut. Fahr vorbei. Oh, ich dachte, du wolltest rein jetzt. Nee, hat mir nichts gesagt. Stimmt. So, ja. Hast du nicht gesagt, Runde 3? Ja, habe ich auch eingestellt, glaube ich. Oder, Chat? Ja, okay, stimmt. Hast du jetzt? Von uns bis 5 waren. Ja, ich habe jetzt eigentlich. Ja, dann geht, du gehst dann jetzt. Ich habe mich ja vertan. Der sagt immer noch nichts. Also wie du magst, kannst auch noch. Ja, ja, ist gut. Scheiße, wohin fahr ich? Alles gut. Geh du jetzt ruhig. Wenn du jetzt gehen willst, geh jetzt.
Ach, der Undercut, Junge. Danke Fabian für Headline ändern. Perfekt. Ehren Fabian. Oh! Boah! Alter, fast gedreht. Ja, jetzt sagt er mir, ich soll in die Box. Ohne es mir zu sagen. Einfach angezeigt, ich soll jetzt in die Box fahren. Ja, egal. Nein! Ich hab doch das Teil drin, wieso krieg ich denn 5 Sekunden Strafe? Hä? Ich kann doch nicht teilen, ich hab doch Dreieck drin und war runter. Och, das ist doch nicht wahr. Hast du Rasen in der Boxengasse? Ja, aber ich war... Hä, ich check's nicht. Ich hatte extra schon das scheiß Dreieck gedrückt und war drunter unter den 80. Junge Bambi, och, wenn du ein echten Formel-1-Fahrer wärst, du hättest so legendäre Boxenfunks. Ja. Alter, das ist ja... Ey, in dieser Saison hier ist irgendwas bei mir komplett verflixt. Ich weiß nicht. Ja, fahr doch mal weiter, das ist noch nicht vorbei. Hol erstmal die ersten Punkte, das wäre mir wichtig fürs Team. Ja. Schalten Erd mir ein bisschen auf. Jetzt kommt die Sonne wieder raus, ey. Ja, Bambi spielt auch mit Controller. Das wird gefickt, ey. Vorne links 60% weich. Und Erben hinter mir, es gibt nichts Schlimmeres. So, ich habe Elben echt gut aufgehalten. Hast du die Strafe schon abgesessen oder musst du noch? Nee, aber war ich beim nächsten Stop dann leider. Okay. Tibeken, danke für den Follow, ja? Denk mal, ich sollte vor euch dann rauskommen, weil so schlecht war ich gerade nicht mit Donald auf frischen Reifen. Wenn ihr da vorne nämlich gerade mega abreißt. Ja, dann schauen wir, wie wir es machen. Also ich kann dich dann ja theoretisch fahren lassen. Ja, alles gut. Gut aufhalten. Ich gehe jetzt an die Box. Elben bleibt immer noch. So, Jungs, komm. 2,7. Ja, du bist deutlich vor mir. Ich halte Vettel ein bisschen auf, ja.
Komm, gib Gas, Bambi. Ja. Ich komm eh gleich hier und muss einmal wieder durchs Feld durch. Muss auch ja, vielleicht fahren die an die Box abwarten. Ja, die sind auf gelb alle. Okay. Zehn Minuten Regen. 10 bis 15, sagt er jetzt. Was? In 10 Minuten Regen schon? 10 bis 15, ja. Was war denn das für eine Anzeige dann vorhin, Ende des Rennens? Das ist... Wobei, 10 bis 15 ist schon fast Ende des Rennens, ne? Bin gespannt, komm, Doppelpunkte für uns jetzt. Erstmalig. Oh, Elben auf weiß jetzt. Ja, Elben dreht durch wieder, ey. Da könnte er uns mitkriegen, weil der was. Sicher bis zu Regen durchfahren kann, ne? Ja, wir auch, komm. Wenn der Regen früh genug kommt, haben wir eine Chance. Guck erstmal, dass du jetzt keinen Frontflügel kaputt machst oder so beim Überholen. Das, so wie ich dich kenne, erstmal wichtiger. Ja, das ist korrekt. Deswegen chill ich mir hier in den Kurven gerade auch krank einen ab. Hol ihn dir, Tiger. Fahren die lahm durch diese Kurven, ey. Naja, ich hab mich auch ein bisschen erschrocken, wie früh der Tiffy bremst. Ich weiß noch nicht, Benny. So zurückstecken, wo bist du durch? Ja, ich. Oh, warte. Mag du es mal ganz außen? Mag du es mal ganz außen und du warst mega langsam innen. Ja, weil ich Schiss hatte, den Giovinazzi drauf zu fahren, weil der mir ja komplett zugemacht hat. Du standest fast bei mir. Ja, deswegen bin ich hier drauf. Ich wollte dich eigentlich kreuzen, aber dadurch, dass du fast standest. Bist du mir drauf gefahren? Leicht, ja. Also, ich habe keine Warnung bekommen. Weil der Giovinazzi mich halt innen komplett zugemacht hat und außen kam dann halt der Magnussen wieder. Ein bisschen scheiße.
Bei mir ist aber nichts kaputt oder so, also nichts passiert. Ja, top. Nur eine Verwarnung bekommen. Oh, jetzt fahre ich Julian hat sie auch noch drauf. Ja, ich meine, ich habe zu viel DTM geguckt, Freunde. Der fährt doch nicht! Obwohl ich ihn halt hier, ey. Starkes Überwinden, über. Er nervt! Wir müssen halt, weil Elben und so, die kommen alle hinten, wir verlieren ja voll viel Zeit. Hätten wir das mit dem Wetter ein bisschen früher gecheckt, vielleicht wäre es sogar clever gewesen, auf Gelb zu starten. Hätten wir ja nicht gekonnt. Achso, das meinst du, in Qualifying. Ja. Oh, hier wird jemand langsam. Hamilton, oder? Motorschaden bei Hamilton, Vorsicht. Ja, der ist auf die Wiese gefahren. So. Alter, Giovinazzi, schon wieder dasselbe. Bleib doch da außen, ey, und wieder holt mich dadurch dann Magnussen wieder, oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Weh, du drehst mich, Magnussen. Boah, jetzt hat sich der Magnussen deswegen gedreht. Glück gehabt. Alles klar, Joya, wir versuchen's. Süß. Jetzt hat der Magnussen sich gedreht. Echt? Ja, weil der wollte in die letzte Kurve parallel mit mir gehen. Ich bin außen den Bogen komplett weit gefahren, weil ich nicht keinen Bock hatte, schon wieder irgendwie gedreht zu werden oder was auch immer. Und erst dann, glaube ich, ja, ist doch gut. Über den Rand schlafen. Wenn du mit Bambi in eine Kurve gehst, kommt nur einer raus und das ist meistens Bambi. Na, die letzten Rennen sagen was anderes. Kendo schreibt doch gerade, als ob der Mercedes-Motor kaputt geht, ja. Codemasters macht auch nicht alles realistisch. Wobei, dieses Jahr hatten sie doch am Anfang der Saison auch Probleme, oder? Ja, stimmt. Grosjean, mein Lieber, was geht? Romain. Ich würd's feiern, wenn er in die Formel E wechselt. Ja, safe, Junge. Stell dir vor, wir dürfen nächstes Jahr irgendwie Roman Grosjean kennenlernen, Junge. Ja, und Magnussen und Kia, ey, ist ja doch schön. Ja, bei den anderen beiden ist mir das egal, aber Romain Grosjean, ey. Giovinazzi geht mir so auf die Nerven. Oh shit, ey, jetzt hab ich noch eine Verwarnung bekommen. Noch eine und die Strafe. Zu weit außen. Zu Recht die Verwarnung. Hast du den Jute Rumänen berührt? Nee, ich hab quasi die Strecke verlassen. In der letzten Kurve zu weit außen. So, was ist jetzt mit Regen? Ja, bleib weg damit, ey. Aber für uns doch besser, wenn er früher kommt, oder? Ja, ist die Frage. Ob für uns, also für mich ist es definitiv besser, jetzt je weniger. Jetzt sagt er mir 15 Minuten, der Jeff. Junge, Pi mal Daumen, haben wir jetzt hier noch ein paar Minuten. Also ehrlich gesagt, jede Runde weniger, die ich im Regen fahren muss, bin ich glücklich. Also so schlecht kann ich Regen fahren eigentlich gar nicht, aber die KI ist halt im Regen immer so. Also die fahren ja einfach genau gleich weiter. Bei mir sagt er auch 10 bis 15 Minuten. Na, ich glaube auch Andy. Oder Andy, ich weiß nicht, ich sag die ganze Andy, aber Andy mit Y ist doch eher Andy, oder? Typisch Andy. Typisch Andy. Beste Serie. Oh, hey, der Romain rein, er hat keinen Bock auf ein Duell mit mir. Kann ich verstehen. Aber Giovinazzi, halt den da noch auf, den Albon. Sehr gut. Der verrückte Albon, ey. Oh shit. Oh shit. Habe ich die Kurve denn hier schon wieder genommen?
Oh, mir Gasly, Junge. Gelb. Da müsst ihr auch gleich reinkommen, ne? Ich hoffe es, weil der Regen darf nicht anfangen, wenn sie nicht drin waren. Das ist ja doof. Ja, also, das glaube ich nicht. Die müssen ja alle in den nächsten drei Runden, ein paar Runden rein auf ihre Wald. Also, die werden schon noch vor uns sein, weil die ja jetzt auf weiß gehen werden, wahrscheinlich einen Einstopp machen. Aber. Wobei dann. Wenn es regnet. Nee, Freunde, Footballschädel war nicht typisch Andy. Footballschädel war Hey Arnold. Ja, Leute. Typisch Andy ist der Meister der Streiche. Ja. Das war mein Vorgänger. So, uff. Gasly und Stroll an der Box. Jetzt schon Boxenstoppfenster. Er muss ja nicht nutzen. Also ich fahre den Satz jetzt so lange, wie es nur geht. Boah, Ricciardo auf Hart hinter 2,5 Sekunden nur hinter mir rausgekommen. Wo war der denn die ganze Zeit? Alter Schwede. Wahrscheinlich mein gelber, so aufgehalten worden. Ja, wahrscheinlich. Mein Gelb, deswegen mache ich auf Gelb starten. Sehr gute Idee. Wenn man das mit dem Wetter gewusst hätte, müssen wir nächstes Mal im Qualifying schon mal gucken. Also, meine Gelben sind zwischen 25% und 30%, also. Da kann ich habe 36 auf dem linken Vorderreifen. Aber ich war ja auch 3 Runden vor dir oder so drin, ne? Ja. Ja, das Problem ist halt, ich glaube, bis zum Regen werde ich nicht durchhalten auf den. Weiß ich nicht. Die Frage ist auch, wie stark der Regen ist. Ob man dann halt auf Trocken weiterfahren kann noch, wie beim GPO, oder ob... Der will, dass ich jetzt schon in die Box gehe. Was ist mit denen? Nein. Das ist halt auch die Frage. Normalerweise, meistens kannst du ja noch 2-3 Runden mindestens auf Gelb bleiben, ne? Ja. Der nächste Renault auf Fahrt hinter mir. Oh, raus, hier wird es schon ein bisschen dunkler. Ja, ich glaube, die Renault hoffen, dass sie durchfahren können auf Weiß einfach. Wobei, es könnten sie auf Gelb auch. Ja, ja. Keine Ahnung. Ja, die waren ja zuerst auf Gelb. Ach so. Ja, zuerst auf Gelb, deswegen. Ah ja, da macht Sinn. Ja, die hoffen auf keinen Regen. Oder keinen schlimmen. Aber ich glaube, das fängt bald an. Bitte lass es regnen, bevor ich in die Box muss, ey, bitte. Wenn es gut läuft, Bambi, könnte es ein Podium werden. Oh, ich glaube leichte Tropfen. Ah, wobei. Nur sehr dunkel. Aber die Strecke glänzte schon so ein bisschen. Ja, noch keine Tropfen, aber also er hat mir schon gerade keine Minutenangabe mehr genannt bei Wetterbericht, sondern nur Regen lässt ein bisschen auf sich warten. Aber er kommt jetzt. Bei wie viel Prozent bist du? 42. Ja, das geht ja auch noch. Du kannst ja auch locker noch 5 Runden fahren bis 60. Mhm. Also ich werde versuchen, wenn der Regen ausbleiben sollte, werde ich rot hinten rausholen.
Aber ich glaube, er kommt. Ja, was kann man auf den fahren? So auf den roten, so 6 Runden oder so, ne? Ja, ich habe ihn eben 6 gefahren, der war krass angefahren, also. Ja, eben manche, so maximal 6. 7, 8 würde ich sagen. Dann ist er auch bei 60. Aber das wäre für uns auf jeden Fall schlecht, weil diese ganzen, die hier auf Weißen unterwegs sind, würden dann halt alle durch. Klar. Ich versuche auch gerade ERS zu sparen. Für den Rennen oder was? Ja, für später halt. Oh, Tabi hat einen Tropfen gespürt. Oh, wenn Tabi das sagt. Gute Tabi, Wetterforscher. Ah, ja, ja. Tabi Wettergott, was sagst du? Tabi Kachelmann, ey. Oh! Oh, Bottas in die Box. Oh, das kann ein Fehler sein. Bambi, es wird ein 1-2-Sieg. Komm, Junge, zieh durch. Nee, der Verstappen fährt da auch durch, oder? Nein, der stinkt. Uff, der Bottas kommt vor mir raus. Oh, no. Wow. Oh, nein. Boah, das war knapp. Das war knapp. Den musst du holen. Bottas, fahr. Nee, fahr, Bottas. Ich will nicht mit dir kämpfen. Halt mich doch nicht so auf. Fahr, Bottas, kalte Reifen. Ja, ich hab keinen Bock mit dem zu kämpfen, da geht nur was schief, ey. Klar. Oder nimmt er mir jetzt halt praktisch, hat er mich jetzt 2 Sekunden gekostet. Ja, der hat auch frische Reifen, der wird schneller sein als du. Ja, ja eben, deswegen habe ich gar keinen Bock gehabt, an dem vorbeizuziehen. Ja. Jetzt. Oh, jetzt ein Tropfen. Tropfen? Ich glaube, es war perfekt von mir, am Anfang den roten so zu ziehen. Ja, leider. Also, ja, für dich gut, für mich, glaube ich. Ja, eine Runde hätte ich auf jeden Fall noch fahren sollen, mindestens. Jay Cutred, danke schön für den Follow. Danke für den Follow. Das erstmal schnell zur Runde ballern. Ey. Ja, er sagt einfach nur Trockenreifen passt. Ja, es regnet mich ja noch nirgendwo. Ja, oder? Doch, hier. Also, hier habe ich mal Tropfen wieder. Ja, erste Kurve tropft. Von links nach rechts fliegen die Dinger. Warum bei mir nicht? Aber es ist halt echt ganz, ganz leicht. Ja, aber ich mach halt auf die... Doch, hier, es regnet hier. Jetzt auch, ja. Aber ich mach auf die Renault hinter mir halt immer noch Zeit gut, egal wie kacke die Weiche. Ja, ich würde doch nicht sofort jetzt über Regen reingehen an die Box, sondern echt erst dann, wenn er sagt... Ja. Intermediates. Hast du Erfahrung gemacht im GPO. Oh, jetzt kommen die Tropfen auch schon aufs Visier. Ja, das dauert noch 2 Runden oder so mindestens. Spannend, Freunde, was geht hier? Verstappen 1? Oh ja, ich rutsche hier schon, Vorsicht, beim Rausbeschleunigen. Vor allem, eigentlich müsst du beide in die Box, dann stehst du wahrscheinlich ein bisschen. Ja, ist dann halt so. Regen könnte anhalten, sagt er mir. Ja, was heißt das? Weil du bist... Trockenreifen, sagt er. Ja, noch nicht. Ganz ruhig. Ich habe 52% drauf, 3 Runden kann ich die Safe noch ziehen. Ja, bitter wird's halt nur, wenn es ganz stark anfängt, wir sind im ersten Sektor. Ja, das ist halt, muss halt Glück haben, nicht? Achso. Oh, Valtteri haut noch eine schnellste raus. Ja, das ist hinter mir.
Auch gut verbaut, dass das Hamilton ausgefallen ist, ne? Ja, der Bottas führt ja eh, oder? Ja, eben. Sagt ihr. Okay. Jetzt sagt er mir gerade, fahren noch die richtigen Reifen. Von sich aus. Also er sagt bis Ende des Rennens leichter Regen. Trockenreifen passen. Na gut, wenn die Trockenreifen komplett passen, dann. Bitter wird's nur, wenn wir jetzt in die Box müssen und dann ist doch Regen. Das wäre ja, super GAU. Deswegen halt noch, ich warte noch mindestens 2-3 Runden. Weil dann verliere ich vielleicht 1-2 Plätze, aber nicht halt. Ja, ja, klar. Wir müssen den Reifen jetzt so lang ziehen, wie es nur geht. Ich halte Bottas noch ein bisschen auf, aber wird mich gleich überholen. Haben deine Reifen so? Ah, der hat mich jetzt. Ich will mich auch nicht so krass wehren, weil sonst zerstöre ich meinen Reifen ja noch mehr. Hm. 50. Ja, meiner hat 57, mein vorderer Linker. Kommen die Renault näher? Nö. Okay. Verschalten. Vorsicht, ich drehe mich hier schon leicht, wenn ich zu viel Gas gebe. Oh ja, Vollgas geht hier nicht mehr. Man sagt immer noch Trockenreifen. Shit. Ja, die Strecke sieht ja auch noch ziemlich trocken aus. Ich glaube, es kann nicht mehr lange dauern. Der Regen wird stärker. Jetzt schlägt der Chat in vor, was wir machen sollen. Ich kann den Chat gerade nicht so gut lesen, aber ich glaube. Kendo schreibt, gambelt und macht Intermediates drauf. Kendo ist halt wild. Nee. Ja. Kendo ist wieder dritter Imposter. Jeff nach Reifenstatus fragen. Ja, machen wir schon die ganze Zeit. Mach ich gleich nochmal. Also Jeff sagt mir genau gerade, was verrutschig ist, aber Intermediate sind noch zu langsam. Ja, hat er mir eben auch gesagt. Vorsicht, also du rutschst hier schnell weg, du musst echt vorsichtig fahren. Ja, ich gebe eh nur fast nur noch Halbgas beim Ausbeschleunigen. Boah, Alter, hier ist in der rechts lang dieser Beschleunigungskurve ist ja übel. Kein Intermediate, sagt er mir. Aber nee, ist frag, viel zu früh für Intermediates. Frag du sonst auch gerne immer wieder. Ah, ja. Auf Felgen fahren, ja. Auch gute Idee. Endo, Edo da. Till, hi. Boah, was sagt denn dein Reifen? Aua. Oh Mann, ey, jetzt wird echt bitter. 63. Wenn wir durchfahren müssen mit dem. 63, sagt er. Wir dürfen eigentlich echt gar nicht an die Box. Halt den Renault einfach so lange auf, wie du kannst. Und fliegt nicht ab. Und der Reifen darf nicht platzen. Vielleicht hast du recht, vielleicht hätten wir doch weiß drauf machen sollen. Ja, hab ich ja auch nicht getan. Aber wir fahren ja auch schon seit 7 Runden im Regen und es wird nicht schlimmer. Aber die Runde, also ich habe ja halt die alten
uralten Gelben und die Renault kommen halt einfach nicht näher auch. Also die sind auch irgendwie. Ja, die Weißen sind vielleicht kacke. Okay, wir können ja auf keinen Fall mehr Vollgas fahren. Oh, die Curbs. Achtung, die Curbs. Naja. Also die Frage, wenn du an die Box musst irgendwann, ne? Gambelst du da auf Intermediates oder machst du rot und hoffst, dass es nicht schlimmer wird? Ich muss gleich mal gucken, wo ich rauskommen würde. Also jetzt, wenn dann rot als Trockner. Naja, das auf jeden Fall. Er sagt, es ist interessant, die Reifensituation. Danke, Bruder. Aber weiterbleiben. Ich würde gerade auf P10 rauskommen. Ich glaube, da würde ich nicht gamblen. Nee. So, dann hätte ich einen Punkt zumindest. Boah, ich schlitter hier gut rum, ey. Das Wichtigste ist nur, das Auto nicht wegzuwerfen. Fahr vorsichtig. Ich würde dir raten, versuchen zu Ende zu fahren, wenn es irgendwie möglich ist. Und zu hoffen, dass der Reifen nicht platzt. Weil der 9. wird dich jetzt nicht mehr holen, wenn du nicht reingehst. Boah. Oh, hier die erste Kurve schmeißt sich schon fast weg. Jetzt mach endlich das für Intermediates reicht. Was Schweine, ey. Boah, ich weiß auch nicht, ob man das Ende fahren kann. Ja, für dich kann es vielleicht gerade so reichen. Also Chat schreibt, Intermediates kommen nicht mehr, es wird so bleiben. Selten, dass im Spiel so spät Intermediates noch kommen. Wir machen wieder vielleicht rein und rot. Ja, ich bin noch rot. Das ist zwar ärgerlich, aber... Wie viel Prozent hast du denn? Warte, ich bin gleich auf der Grand... Boah! Okay, guck lieber nicht. So, jetzt. 68. Oder doch versuchen, ich weiß es nicht. Ja, 80% so ist nicht. Ich hab 63. Komm, hör mal auf den Chat, ich fahr jetzt rein. Logi sagt durchziehen. Auf 68? Ja, durchziehen, durchziehen. Chat schreibt durchziehen. Rein wäre Fehler. Okay. Ein Logi. Logi ist der bessere F1-Spieler als ich. Also dem vertraue ich. Oh, mich dreht es hier fast. Vorsicht, ganz vorsichtig rausbeschleunigen. Der Bottas tut doch krass an Verstappen ran. Boah, Alter. Ja, ja. Boah. Ganz vorsichtig fahren. Oh, jetzt dachte mir kurz vorm Wechselpunkt, dachte mir gerade. Ganz vorsichtig einfach fahren, komm. Alles besser als Platz 8 wäre ein Erfolg, weil dann war, also den hättest du wahrscheinlich auch nur bekommen, wenn du reingegangen wärst. Ich drehe mich fast. Ja, das kenne ich. Sind die Renault auch hinten dran? Na komm, gib alles. Nur vorsichtig beim Rausbeschleunigen. Alter, ich komme hier fast gar nicht richtig rum um die letzte hier. Er sagt Reifenwechsel. Also er sagt, es könnte sein, das Richtige ist zu wechseln. Aber gehe ich jetzt an die Box? Ah, bleib nee. Draußen. Warte, du hast voll Platz hinter dir, je nachdem auch noch eine falsche Runde zu fahren. Ja. Oh, jetzt alternative Strategie, geh rein. Alternative Strategie ist bei mir. Ja, ich komme um die Kurve nicht mehr. Ich rutsche nur noch. Boah. Alter. Es sind zwar nur 3 Runden, aber ich glaube, ich hätte keine Runde mehr überlebt. Na? Die bleiben alle draußen. Ey. Mal gucken, ob das richtig war. Nein. Hau ab. Was los? Ich kann die Strategie nicht wechseln. Mach Kreis! Auf grüne Reifen setzen.
Boah, fuck off. Geht's nicht mehr? Ich hab Zeit verloren. Du kannst doch. Ja, Bambi, du kannst auch erst, wenn du drin bist, wechseln, ne? Es geht noch. Wenn du ja, aber in der Zone bist. Mann, ich habe jetzt safe voll viele Plätze verloren. Ja, mach dir die Reifen erst, sobald du in der Geschwindigkeitsbegrenzung bist. Ich hab's zu früh gemacht. Wieso bleiben die denn alle draußen? Ja, jetzt müssen wir halt, jetzt müssen wir powern. Die wollen durchziehen. Unser Reifen, weißt du, auf den uralten Reifen im Regen, glaube ich, ich war kurz vorm Drehen. Ich glaube, ich hätte es weggeworfen. Ja, ich hätte es auch weggeworfen. Deswegen, ich glaube, es ging nicht anders. Also, ich bin gerade schneller als der Kiat. Wir hätten einfach früher reinkommen müssen. Und dann vielleicht durchfahren oder so. Boah, alter Kiat. Uff. Also, ich bin schneller gerade als ein Alpha. Als Alpha Tauri. Ja. Danke nochmal für deinen Call, übrigens, alternative Strategie. Boah, mal sehen, ob das jetzt clever war, Leute. Lugi sagt, es war ein Fehler. Bambi hat noch eine Strafe. Warum sagt der Jeff? Warum sagt der Jeff mir das denn dann? Ja, ist egal. Der ist deaktiviert. Der ist deaktiviert, wir hatten recht. Ja, was heißt, wir hatten recht? Wir müssen jetzt in der Zeit auch aufholen. Die fahren an die Box. Einer. Zwei. Oh, wenn die ersten beiden jetzt auch noch an die Box müssen, Bambi, vielleicht war das Gold richtig. Mal gucken, wie langsam Verstappen und Bottas. Wir müssen eine ganze Runde jetzt fahren. Wir müssen jetzt ballern. Kendo hatte recht. Kendo ist nicht dritter Poster vielleicht, wenn es clever war. Aber als der Zeitpunkt, als Kendo es gesagt hat, war noch zu früh, glaube ich. Da war die Strecke noch nicht nass genug. Jetzt könnte es passen. Leclerc bleibt auf Gelb draußen. Von wegen so spät. Oh, ich habe voll viel Zeit verloren, ey. Ja, egal, komm weiter. Bin hinter Perez zurückgefallen. Durchziehen. Durch diese komische Sache bei der Boxeneinfahrt, wo ich nicht die Reifen wechseln konnte. Durchziehen. Und ich wusste, dass ich dann durchziehen, in der Box kann. Vielleicht holst du ihn. Boah, es ist immer so schwierig zu fahren, ey. Muss immer noch höllisch aufpassen. Aber krasses Chaosrennen. Gelb? Bottas ist langsam! Bottas ist raus! Mami, Podium ist drin! Ja, die sind so langsam hier auf Trockenreifen, der Wechsel war richtig. Die sind so langsam. Also ich werde locker meinen Platz zurückholen, den ich hatte. Ja, ich wegen der Zeit, die ich verloren habe mit Strafe und bei Boxen einfach leider nicht. Fahr doch erstmal, die fahren jetzt auch noch in die Box vielleicht. Je nachdem. Erben, grüß dich. Ocon geht an die Box, Erben nicht. Bottas ist noch im Rennen. Der hatte nur einen Unfall mit Verstappen. Bottas musste an die Box. Krass, deswegen war gelb. Die hatten einen Unfall, die beiden. Die hatten einen Flügel oder so verloren. Verrückt. Ja. Und hat es Intermediates geholt. Verstappen gewinnt das Rennen auf Weiß, ey. Krasses Rennen, Alter. So viele verschiedene Strategien. Ich bin jetzt genau hinter Ocon. Ja, komm, die holst noch alle. Komm. Krass, dass die Renault auf Weiß jetzt sich Doppelpodium snacken. Wahrscheinlich, wenn Erben es schafft, Bottas noch hinter sich zu halten, wonach es aussieht. Du meinst Red Bull. Ja, ich auch, Andy. Ah ja, ich meine Red Bull. Ich hatte auch noch nicht so spät Intermediates in einem Rennen. Boah, Vettel weg mit deinen gelben. Also die einzigen, die hier auf Trockenreifen sind, sind die Ferrari. Wen wundert's? Ja, und die Red Bull. Und die sind Erster und Dritter. Die auch. Von dem war es Gold richtig. Weil bei denen hat es ausgereicht.
Alter, ich hole pro Runde 5 Sekunden auf Verstappen auf, ne? Aber leider ist das Rennen jetzt vorbei. Wenn das Rennen noch ein paar Runden gehen würde, würden wir hier gewinnen, Leute. Pro Runde, ich hatte eben 26 Sekunden, jetzt sind es 20. 19. Boah. Und Bottas ist an Elben dran, der wird ihn noch holen, den Elben. Aber mir echt bitter, dass du die Strategie da so verkackt hast. Ja, es hat safe 6-7 Sekunden gekostet. Was ein spannendes Rennen. 17 Sekunden, ey, ich würde 2 Runden noch und ich hätte Verstappen safe. Bitte. Schon wieder so knapp. Können wir nicht 60% Rennen fahren? Oh Gott, ich dreh mich. Boah. Mike, nicht Last Lap Lothar. Ja, wenigstens hole ich Punkte. Welcher Platz bist du denn? Achter. Boah, echt mehr drin. Verstappen gewinnt. Ich bin 12 Sekunden hinter dem. Alter, wie ich aufgeholt habe auf den. Wahrscheinlich nur eine Runde noch dann, ne? Ja. Aber sorry, Luki, ich glaube, wenn ich nicht reingegangen wäre, wäre ich jetzt nicht Zweiter geworden. Ich glaube, wenn ich draußen geblieben wäre, wäre ich mich einfach gedreht oder wäre jetzt bei Elden irgendwo. Ah. Ja, aber da hätte er in die Box gemusst, Raffi. Da wäre ich ja vielleicht vor ihm gewesen. Ich war 26 Sekunden hinter ihm, da wäre er bei mir rausgekommen. Ach, schade, ey. Aber Podium! Platz 2 auf KI 90. In McLaren. Top. Okay, Hamilton ist rausgefallen, top, top, aber trotzdem Podium. Und ersten Punkte für Bambi. Erste Punkte. Junge, Junge, Junge. Endlich. Aber merk dir das, du kannst die Reifen noch ändern, wenn du, sobald du in der Box bist. Ja, das habe ich ja verkackt. Ja, aber Ricardo auf jeden Fall, Fabio Sainz. Danke, Chat, danke, Chat. Aber ein geiles Rennen. War... chaotisch, hat Spaß gemacht bis zuletzt, ja. Ich glaube sogar, für uns wäre es noch besser gewesen, wenn der Regen früher gekommen wäre. Ey Leute, ja, habt den Lugi lieb. Ja. Es ist ja echt selten so der Fall, dass man da nochmal reingehen sollte. Ich habe mich immer dafür entschieden, weil unsere Reifen so abgenutzt waren. Wenn die Reifen 20% hätten, wer weiß, was ich gemacht hätte, aber so. Okay. Ja. 11 Sekunden dann waren es am Ende. 11. Ich habe in 3 Runden 26 Sekunden auf 11, 15 Sekunden aufgeholt. Schade! Schade! Ja. Ach, Bambi Achter. Ja, war auch mehr drin, aber mit Strafe und allem drum und dran. Mein Gott, bin erstmal zufrieden, dass ich mal Punkte geholt habe. Ja. So. Muss mir mal kurz was zu essen machen und dann im Magazin schauen. Also. Pete Carroll fährt langfristig bei den Seahawks. Ja, warte, lass uns kurz noch die Fahrerwertung anschauen. Warte kurz. Kurz noch die Fahrerwertung checken. Also, Bottas mit 84, 40. Verstappen 77, Hamilton 52. Ich habe 44 vor dem Albono, dem Crazy One. Und Vierter, Bambi hat jetzt seine ersten Pünktchen auf Platz 14, 4 Punkte. Schade, es wäre echt mehr drin gewesen, aber jetzt bist du drin. Ja, Konstrukteurswertung sind wir auf dem 3. Platz. Vor Racing Point, das wird auch unser Gegner sein. Ich glaube, Red Bull können wir nicht kriegen, aber Platz 3 könnte unser Ziel sein. War dann nice. Okay. Jo. Glitcher, hi. Ja, dann guten Appetit, Bambi, und viel Spaß beim Magazin. Wir schreiben. Hat Spaß gemacht, Tom Lines. Jo, bis dann. Jo, finde ich auch. Schön, mein Lieber. Und lass mal schreiben die Tage wegen FIFA oder so. Ja. Gerne. Ja. Ciao, ciao. Auch tschüss an den Chat. Ciao. So. Oh, Logi, weiß ich nicht. Also, ich habe schon Bock mit dir zu fahren, so ist es nicht. Aber ich finde es ganz cool, dass sie so dieses Zweier-Ding haben. Weil es sich nur um dieses Team konzentriert.
Ich würde jetzt auf jeden Fall auch mal gucken, was ich esse. Ich weiß noch nicht, ob ich später streame, Leute. Ich finde es auch entspannt, in Ruhe Football zu schauen und nicht so zeitversetzt. Es ist halt immer so ein bisschen blöd, dass wenn ich gucke, ein paar Leute im Chat oder dann auch im Discord in der Party, es reicht ja schon zu spoilern, wenn man irgendwie sagt, ja. Das kann auch ein bisschen nervig sein. Deswegen mal gucken. Ich weiß noch nicht, wie der Abend weiter rumgeht. Wir schauen mal später aber, wie es ist, sozusagen. So, dann raiden wir jetzt natürlich noch. Wir raiden. Wir raiden. Hose Decotainment zurück, schreibt Andi. Ist er schon online? Ja, ist er. Ja, komm, Freunde. Der hat so einen netten Raid gemacht vorhin. Dann raiden wir jetzt mal zurück. Lasst bitte genauso Liebe bei ihm da, wie die Leute, die rüberkamen, Liebe bei uns da gelassen haben. Das war nämlich sehr, sehr nett. Die haben Dico Ultras geschrieben. Ich würde mich freuen, wenn ihr Mike Ultras schreibt. So oder so, einen schönen Abend. Ich schicke euch rüber zum Kollegen. Habt Spaß bei dem. Da gibt es, wie gesagt, Community Races, was ja auch immer eine coole Idee ist. Und ja, ich feiere den ja allein für sein Retro-Trikot. Finde ich sehr, sehr cool. Okay. Alles klar. Euch einen schönen Abend. Dankeschön fürs Supporten. Jeden von euch, für die ganzen neuen Follows auf jeden Fall auch. Vielen lieben Dank. Schönen Abend, viel Spaß bei Decotainment. Ciao.